Herzlich willkommen, liebe Flugzeugfans, Kerosinis, Airport-Interessierte. Das ist ein Lufthansa Airbus A321 am Kopf der Startbahn 18 West. Und wir legen direkt los mit diesem Takeoff. Ja, wie ist die Lage? Wir haben gerade, glaube ich, einen 2.5 Center Takeoff. Bitte macht das, was ihr heute Vormittag schon gemacht habt, einfach weiter unterstützen mit Fluginformationen, was geht raus. Wir haben die Sonne von hinten jetzt gerade bei dieser starken Bewölkung. Ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Licht, nachdem es gerade noch so einen Schauer gab. Jörn F. ist auch wieder dabei aus Berlin, Postbüttel, Lutz Trostmann, Leopoldine ist jetzt da, Martina Warnke, Jürgen Hoppe, Bernd Olsen hat die 777 von Lufthansa Cargo gesehen, die da immer noch rumsteht. Sprechen wir beide über die D'Alfi, ist sie immer noch da? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe das nicht mehr mitgekriegt nach dem Abbauen, ob sie dann raus ist. HP Hagen hat einen Schatten auf dem Radar gesehen. Was ist denn das für ein Schatten auf dem Radar? Clarissa findet dieses Licht auch ganz toll. Das ist so eine nette Abendstimmung, frühlingshaft. Ich denke, wir haben so gefühlt 12 Grad. Der Schauer gerade weg, die Bahn ist noch nass. Und jetzt haben wir wieder einen Lufthansa Airbus A319 für euch. D'Alfi ist still auf dem Up und hast du das mitgekriegt? Die D'Alfi ist nicht rausgegangen um 14 Uhr irgendwas. Die sollte, glaube ich, nach Mexiko. Wir haben die ganze Zeit gewartet und ist nicht rausgegangen. Und das ist jetzt die Lima Echo auf dem Weg nach Lyon. Wenn ich zu laut schreie, sagt Bescheid, weil ich bin immer noch im Be-Mine-Modus und habe den Ton aber jetzt anders gedreht. Was ist denn auf der Centerbahn Schönes?
Und noch eine A319 mit der Starlines Lackierung, der Luftfahrtallianz, an der Lufthansa, türkische Airlines, United und viele andere beteiligt sind. Bei der Starlines steht dann der Taufname auch hinten drauf, weil das vorne nicht hin kann, weil da Lufthansa drunter steht. Ich komme gleich zu euch wieder in den Chat. Unknown Departure. Alles gut. Darf man das verraten mit deinem Handy? Du hast mir das gerade mit deinem Smartphone erzählt. Darfst du das verraten oder willst du es verraten, was das für ein Modell ist und wie gut das ist? Sag's nochmal. A1 oder was war's? A51. A51 Samsung. Und halt ein super Anti-Shake drin, sagst du, ne? Ja, also du musst halt dann dieses HDD alles einstellen. HDD muss man einstellen. Ja. Das ist ganz einfach, wenn man sich auskennt. Ja. Hast du ein bisschen probiert? Ja. Oder hast du so YouTube-Lernvideos dazu geguckt? Nein, ich habe mir das selber gemacht. Und dann habe ich das ein paar Mal eintippen müssen, weil das ist immer wieder rausgegangen von alleine. Alles klar. Also, neben mir ist der Georg, der filmt mit dem Samsung. 176 Leute dabei. Bernd Osen fragt, ob das Abi-Flugzeug eine Klappe offen hatte. Das kann manchmal hinten sein. Manuel ist wieder da. Und Lutz Trostmann hat die CRJ-Time ausgerufen. Denn Leipzig und Friedrichshafen kommen jetzt gleich. Sabine Kasimir ist dabei. Jackie on Tour. Lang nicht gesehen. Hans-Olaf Morg, I took pictures of this aircraft at my local airport yesterday evening from the DAIBE and there is a Queen of the Skies on approach on runway. Which one is it? 25 left or is it 25 center? Ich gehe gleich aufs Radar. Ich habe zu viele Fragen. Rechts unter der hinteren Tür. Müsst ihr nochmal zurückspulen. Jackie, irgendwie YouTube nimmt deinen Kommentar nicht an. Falls Sebastian zuhört, danke nochmal, dass du den Link bei WhatsApp geteilt hast. Über 200 Leute können nur richtig liegen. Ja, China Queen 747-8, die einzige andere außer Lufthansa, die hier reinkommt. Als Passagierversion, denk nochmal dran. Keine andere Airline kommt hier mit einer 747-8 Passenger vorbei. Lufthansa Fotobomb hier. Weg da.
Berlin, meinst du? Der jetzt hier Center? Mhm. Also Full HD muss da anstehen. Full HD, okay. Full HD. Wir sprechen gleich nochmal über die Lufthansa Airbus A330 mit Sicherheitslandung in Rhodos. Ist gleich wieder da. Christa ist reingekommen. Christa, hier ist dein Flugzeug. Friedrichshafen, Leipzig, alle bereit für die 1.8. Der Daniel kann, wenn er will, seine Infos ja auch in den Livestream-Chat reinschreiben. Ja, egal, Licht ist schön. Guck mal hier, so schön. Ist ja herrlich, die sind alle nass und jetzt leuchten die da in dem Sonnenlicht. Wunderbar, ne? Super ist das. Klaus Rausch hat gerade eine Mitgliedschaft verschenkt und die Gewinnerin ist Inka D. Hermann Klampfel grüßt alle Kerosinis. Jürgen Hopper hat schon wieder seine Regenbogenfahnen ausgekramt. Hast du einen gesehen, Regenbogen? Normalerweise bei Wolken, Regen und Sonne müsste ja hier jetzt einer aktiv sein. Ich sehe gerade nichts. Ah, super. Für den Jungen hätte ich aber noch einen Regenbogen, und zwar hier auf der DHL, die steht immer noch da. Daniel möchte die Apo machen. Willst du machen? Oder fragst du nach Martin? Daniel hat keine Lust zu tippen. Also Daniel verfolgt jetzt seit einer Stunde das Problemchen da mit dem Lufthansa Airbus A330, der auf dem Weg nach Dubai war und in Rhodos offenbar eine Sicherheitslandung gemacht hat. Und wenn er Daniel Bock hat, dann kann er anrufen und uns mal erklären, was da los war. Falls Daniel das hört, gerne über das Telefon, nicht über WhatsApp. Die Kilo Lima ist richtig, ne?
sehe hier keinen Anruf. Ach so, da. Dann rufe ich halt zurück. Das machen wir so rum. So, da bin ich. Hallo, Sie sind live auf Sendung. Du hast schon zweimal angerufen, habe ich gar nicht gesehen. Ja, siehste, alle haben es gehört, du hast nichts gesehen. Nee, weil der Chat ist bei mir voll in der Sonne. Ich sehe gar nichts, was da geschrieben wird. Musste erstmal hier so einen Sonnenschutz aufbauen. wir sprechen über die DAIKL, das ist der Airbus A330, der Lufthansa, der heute hier in Frankfurt rausgegangen ist nach Dubai und der ist auf Rhodos gelandet. Da kommt der, gehört er aber nicht hin. Was weißt du denn darüber? Also wir sprechen hier über folgende Flugnummer, das ist die LH630 von Frankfurt nach Dubai. Und hier wurde auf einmal ein Diversion angezeigt auf Flightradar. Und zwar genau, als sie über Rhodos weggeflogen ist. Und da gab es auf einmal den doch sehr massiven Sinkflug und eine Abänderung der Flugroute. Erst ein wenig nach rechts herum und dann in schönem Linksbogen runter zum Flughafen nach Rhodos. Was wir hier verfolgt haben können, wir beteiligen uns ja nicht an Spekulationen, aber was man als Fakt mit an die Hand geben kann, ist, dass wir uns eben nochmal die Flight History auf dem Flightradar angeschaut haben. Und wir wissen alle, normalerweise ist das Ding schon ein regulärer, sag ich mal, bis zu 2000 Minuten. Und der Unterschied hier war, dass die Maschine mit bis zu 7000 pro Minute gesunken ist, also sehr rapide. Eigentlich würde ich jetzt schon fast tippen, ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde tippen, so an das Maximum heran, was die Maschine an Kräften im Sinkflug vertragen kann. Denn da wirken natürlich bei so einem Sinkflug auch unheimliche Kräfte an dem ganzen Material. Es muss also irgendwas sehr Dringendes gewesen sein. Was man auch sehen konnte, war auf einer Webcam vom Flughafen Rhodos, dass die Feuerwehr auch bereit stand. Das heißt, es muss irgendwas Technisches gewesen sein. Die Maschine konnte aber letztendlich doch noch selbstständig von der Bahn abrollen, das Ganze bis zum Ende, und ist dann selbstständig über den Taxiway abgerollt und zu einer Parkposition gefahren. Weil es im Moment noch nicht bekannt, aber ich vermute mal ganz stark irgendein technisches Problem aufgrund dessen, dass die Feuerwehr eben auch an der Rollbahn bereit gestanden hat. Und ja, weiteres muss man dann einfach mal abwarten, was eventuell an Presse melden kommt oder was in den nächsten Tagen dann vielleicht dann doch noch an Informationen über diesen Flug durchstößt in den Medien. Okay, Daniel, ja, dann danke ich für den Überblick. Wir warten also ab, was wir da noch rausbekommen, was wir hören. Und wenn wir was wissen, dann geben wir das weiter und vorher beteiligen wir uns, wie gesagt, nicht an den Spekulationen. Du hast gerade angesprochen, Fakten sind ja die, die man bei Flightradar24 sehen kann. Das kann man ja dann alles überprüfen, auch mit den Sinkraten und den Meter pro Sekunde, die das Flugzeug gesunken ist. Aus deiner Sicht relativ schnell in kurzer Zeit. Und wir sagen dann erstmal Dankeschön und gehab dich wohl. Bist du noch ein bisschen im Chat mit uns? Ja, so ein bisschen bleibe ich noch mit dabei. Ne? Das ist super, danke. Schöne Grüße von The Voice. Ciao, ciao. Ja, was ich gerade gesagt habe, ich sehe euch nicht. Ich sehe euch also nicht, nur wenn ich mit meinem Körper quasi mit meinem Wanst mich vor das Pad stelle. Dann kann ich die Sonne so irgendwie abdecken. Und Sebastian ist auch dabei als Hörspiel gerade. Was ich von euch bräuchte, das wäre Hilfe, denn ich habe das Radar immer noch nicht an, warum auch immer. Vorhin habe ich das so schön gemacht. Aber irgendwie bin ich noch etwas derangiert von der Pause. Das war alles zu hektisch. Jetzt haben wir die Lufthansa 114 auf dem Weg nach München. Das ist die Sierra Oscar, Airbus A321.
Lutz Trostmann weiß, dass dieser A330 den Flug nach Dubai aber fortsetzen soll. Wird wahrscheinlich was überprüft, wenn es ein Medical war, was wir aktuell nicht so spekulieren aufgrund der ganzen Daten und des Aufbauens der Feuerwehr dort. Wissen wir aber nicht. Wenn es ein Medical war, dann wird die erkrankte Person relativ schnell weitertransportiert und dann geht es eigentlich sofort los. Voraussetzung ist, man ist immer neu im Rahmen der Crew-Dienstzeiten und so weiter. Das muss ja alles gecheckt werden. Aber bei Medicals geht es relativ schnell weiter. Bei Technicals muss ja erstmal eine kompetente Person daran ans Flugzeug und sich das entsprechende Problem anschauen. Kompetent meint zertifiziert für das Flugzeugmodell. Ein Airbus A330 mit dem Kennzeichen Delta Alpha India Kilo Lima. Jetzt auf Rhodos, auch schön da, aber ich glaube im Moment findet das keiner witzig. Außerdem wieder ein A330, der ausfällt oder auszufallen droht. Die Lufthansa hat nicht viel Reserve aktuell. Was, Marion Schleicher? Dein TV-Gerät hat seinen Geist aufgegeben. Was denn da passiert? Hast du wieder zum Laufen gebracht oder wie ist die Lage? Das ist die Lufthansa Cargo mit dem Sticker Shark Skin Technology. Hatten wir mit euch auch ein paar Mal drüber gesprochen. Da ist so eine Folie draufgeklebt, die soll ein paar Prozentpunkte Spritersparnis pro Jahr bringen und bei vielen, vielen Tonnen Sprit ist das schon was, was dabei rumkommt. Die Anker Sarah hat eine AIDA gesehen, den Joke verstehe ich jetzt schon wieder nicht. 283 Leute dabei, herzlich willkommen, das ist Planespotting Live vom Flughafen Frankfurt im schönen Abendlicht am Montagabend. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit uns in den Abend startet, uns im Chat mit Fluginformationen unterstützt und dann auch noch vielleicht mal wieder was teilt oder was auch immer. Macht irgendwas, was Sinn hat. Oder entspannt, lehnt euch zurück, sit back, relax, enjoy. Austin auf dem Weg zu uns, das ist die OS214, ein Airbus A320. Während Hannover über uns hinwegbrettert. Sorry.
Lufthansa 404 ist auf dem Radar und ihr habt gesagt, die DeAlfi war auch kurz wieder auf dem Radar. Jetzt ist wieder weg. Marion Schleicher hat zum zweiten Teil schnell einen Fernseher gekauft. Das ist purer Enthusiasmus. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Stefan Herweger schreibt rein: Servus Thomas, ich freue mich schon auf Sonntag, da seid ihr wieder im Erdinger Moos. Da ist gerade viel A380-Action. Lufthansa 452 nach Los Angeles, Lufthansa 424 nach Boston und Emirates EK50 nach Dubai und das täglich. Da freuen wir uns drauf. Nächste Woche, Sonntag, starten wir mit unserem Livestream-Abenteuer in München und sind dort bis Mittwoch. Was sagt ihr dazu? 4 Tage München. Livestream Muck satt. NCD Muck ist auch da. M4TK hat Informationen zur Kilo Lima, dem A330 in Rhodos. Ein elektrischer Geruch ist aufgetreten. Wo hast du die Info her? Lufthansa Cargo Pushback ist aber nicht die DeAlfi, sondern ich glaube, es ist die DeAlfa, die Foxtrot Alpha. Die Foxtrot Alpha ist die DeAlfa. Markus aus L, weißt du schon, wie lange du heute noch streamst? Kommt drauf an, ob noch einer vorbeikommt mit einem Kaffee. Und Lufthansa 424 ist zurzeit AOG, also Aircraft on Ground. Da lübt nix. Bei dem Licht. Ah, Engine Start. Psst. Jede Sekunde wird Engine Number One vielleicht auch noch gestartet. Das war Number Two auch. Engine Nummer 2 ist auf der rechten Seite, auf der Steuerbordseite und linke Seite, Backboard, ist Engine Nummer 1, der wurde als zweiter gestartet. Das ist immer umgekehrt, meistens umgekehrt. Ja, also es war jetzt keine Aufforderung mit dem Kaffee, sondern es war ein Augenzwinkern zu der Person, die vielleicht weiß, dass sie gemeint ist und hoffentlich zuhört. Kann aber sein, dass 17 Uhr hat die Person was anderes zu tun. 300 Leute dabei. Herzlich willkommen beim Planespotting Live aus Frankfurt. Das ist der Kanal Fluggesellschaft am Spotterpunkt. Die Icing Brücke nennen wir das. Oder Fliegeberg. Ralf Rübe, ist der Sound rübergekommen? Das freut mich sehr.
Und diese D-Alpha, das ist die Fox Alpha, auf dem Weg nach Bengaluru. Tipp ist 7. Ich denke, wir haben ein richtig fantastisches Abendlicht. Das ist doch Grund genug, um Leute auch mal einzuladen, die vielleicht keine Flugzeugfans sind und sich von dem Spirit hier in Frankfurt einfangen lassen. Vielleicht kennt ihr jemanden, einfach mal den Link schicken. Kann man auch über WhatsApp weiterleiten. Freuen wir uns sehr. Lutz Trostmann möchte, dass ich zurück zum Control-Check gehe bei der 777, aber der Airbus A350 von Singapore Airlines, der ist auch so schön, der gerade gelandet ist. Die Motive sind wirklich fantastisch. Das geht jetzt noch so bis ja, kurz vor 19 Uhr, bis das Licht nachlässt. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Ich glaube, wir noch Bock haben zu verlängern. Je nachdem, wir hätten eigentlich für euch noch einen Piloten am Start, den Christoph. Der fliegt heute einen Lufthansa 747. Wir haben einen Lufthansa 747 Piloten, der heute um 21.50 Uhr aktiv wird. Aber das kriege ich echt nicht auf die Reihe. Tommy grüßt aus Düsseldorf nach Frankfurt. Kapu Sven sagt guten Abend. Ein Lufthansa Airbus A340-600-300 auf dem Weg nach Chicago. Da ist er, auf der Centerbahn. Das wird jetzt geil. A340-300 on the way to Chicago. Habe ich euch so viel versprochen? Alpha ist das hier mit der DHL-Nase. Der Clownsflug. Clownsflug, der sieht so bescheuert aus. Entschuldigung. Das sieht so bekloppt aus. Macht da was für Fahne drauf, Farbe drauf. So. Die Clownsnase kommt. Ich habe eigentlich noch nie ein Flugzeug ausgelacht, aber dieses, das ist der Klon unter den Flugzeugen. Er hat es geschafft, er ist über den Wald rübergekommen. Der Strichcode für die Gates zum Check-in. Kommt man sich denn im Cockpit doof vor, wenn man so eine Nase hat? Ich weiß es nicht. Das sagt der mit der Nase. Auf dem hinteren Platz.
Good day, USA. So eine 777 hat aber auch ein schönes Wingflex, finde ich. Das ist Lufthansa 1304 auf dem Weg nach Istanbul, die Delta X-Ray. 372 Leute dabei, noch 28, dann wären wir 400. Das wäre doch eine schöne runde Zahl. So ein schönes Licht. Jörn F. schreibt nochmal rein, das war eine DHL-Nase, ist richtig. Spotting-Videos, Kai ist da und rastet zu Hause aus, weil nämlich seine Heimatstadt Siegen hier auf dem Flugzeug draufsteht. Stefan möchte, dass ich hier mal die NATO-Maschine mir angucke. Ich sehe den Mond. Wo ist denn die NATO-Maschine? Hat die auch Kondensstreifen? Dann kriege ich sie. Ansonsten kriege ich sowas nicht. Auf geht's, Leute. Kämpfen und siegen. Oh, und noch eine DHL mit, ach, die hat Engine Covers. Der Regenbogen A300 hat Engine Covers. Was soll das denn? Soll der nicht mehr in Betrieb kommen oder was? Ausgeflottet. Wo wird denn jetzt abgestellt? Was machen die damit? Warum so schnell? Jan weiß, dass die LATAM 76 on the way to Santiago de Chile ist, oder was? So weit? Waren 97 Leute dabei. Können wir vielleicht noch drei dazu holen? Dann wäre es doch eine runde Zahl. Der Aircraft Explainer hat es rausgesucht. Um 10:45 geht die heute wahrscheinlich wieder nach Leipzig. Ne? Ist das die Alfa Romeo? Stefan Herweger meint, die wäre direkt über den. Ich sehe nichts am Himmel, ehrlich. Aus dem Mond. Und da kommt ein A340-300. Ui, es geht wieder los. Es geht ein geiles Flugzeug nach dem anderen hier raus. Das wäre ein Frevel gewesen, wenn wir Feierabend gemacht hätten.
Ja, India scheint gelandet zu sein. Was ist denn da unter dem A und R von Cargo? Das da, was ist das? Ist das LATAM von unten lackiert? Das ist eine 767-300ER. Auf dem Weg nach Santiago de Chile. Das war Lufthansa 998 in Amsterdam über uns, jetzt ein A319 Sound. Zuschauer dabei. Herzlich willkommen, das ist Planespotting Live in Frankfurt mit Fluggesellschaft.de. Mein Name ist Thomas. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid am heutigen Abend. Den A300, ja, den sieht man, wenn man heute Abend noch hier ist. Ralf Rübe hätte Bock auf Airbus A330 Sound.
Jetzt auf der Bahn Lufthansa 1134 auf dem Weg nach Barcelona, das ist die Zulu Echo. Bis sie umfallen. Hier fällt man ja weich in den Waldboden. Mensch, die Royal Air Maroc, die 737, die geht short. Anker, Sarah, mach dir keine Sorgen, da passiert schon irgendwas. Nächste Wolke ist da, was ist das denn? Wo kommt ja nichts Dickes mehr, hoffentlich. Bei der Haifischhaut, da wird es schwer beladen, dann gucken wir uns das mal an. Das ist das, was wir viel besser zeigen können von unserer Position aus. Royal Air Maroc. Das kann man sich vom Affenfelsen viel schöner anschauen. Sofaspot hat seinen Namen geändert. Sofaspotter, du hieß vorher Air. Kraft. Was, wie hieß du vorher? Weiß ich gar nicht. Magdalena Schwab hat alles durchgezählt. Kommt auf 205 Likes bei 416 Zuschauern. Vielen Dank. Der Beb Berpart ist da. Hat er schon wieder irgendeinen Song raus? Was ist mit dem Barcelona? Berpart hat den Song Ich war noch niemals in New York rausgeholt. Aus dem Badnerland, Hauptstadt Karlsruhe. Wir haben hier die Lima Juliet, die ist auf dem Weg nach Toronto. Was ist denn mit der? Ist sie fertig? Wer von euch hat Bock auf 777 Spool-Ups? Alle mal hier schreien. Das ist die Box 460, so heißen die. Dann haben wir auf dem Radar Lufthansa 194, die Zulu Delta Airbus A320, offenbar auf dem Weg in die Bundeshauptstadt nach Berlin. Magdalena wäre dabei. Jetzt ist die Frage, ob ein Takt da schon bereit steht. Martina ist auch dabei. Markus aus L und alle hauen die 777-Emojis raus. Ist recht schlicht gehalten. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Können wir auch immer mal was anderes machen. Elfkönner schreibt, ich bin gespannt auf den Flughafen in Lissabon, aber da gibt es ja auch so viele coole Sachen sonst zu sehen. Da gibt es auch Livestreamer, Aviação TV in Lissabon. Jeffrey ist auch dabei über 777. Jeffrey war gestern bei uns hier am Affenfelsen, hat uns unterstützt mit seinem riesengroßen Pad und den Fluginformationen, die er da drauf hatte. Es freut uns sehr, wenn ihr vorbeikommt und mit uns sprecht. Was haben wir noch rumstehen? Ist da was neben der Halle? Alles mal abgecheckt haben, was hier so läuft.
Georg. 45. Ja, komm gerne wieder. Guck mal rein, gell? Guck gerne mal rein. Schönen Abend. Georg bezeichnet sich selber als stiller Genießer von Luftfahrt-Livestreams diverser Art. Gibt's ja viele. Hier und da. Was ist das denn hier? Saarbrücken, Berlin, Überflug, ATR, was ist das? Was ist das denn für eine? Ich höre sie. Ist das die Rotnase? Nee, das ist der ATR 42. 500. Da oben. Da haben wir was Vierstrahliges für euch. Dann Sakago A321 war das, glaube ich, gerade neben der Halle. Das war der Emirates A380 auf dem Weg nach Manchester. Vielen Dank, dass ihr das mal nachgeschaut habt. Jetzt haben wir hier keinen Airbus A380 zu erkennen. Marco, das ist auch ein geiler Name, Flughafengesellschaft. Eigentlich ein guter Name. Witzig. Grüß vom Ergometer. Wünsche allen, die irgendwo unterwegs sind in Sachen Gesundheit, wenn es nur auf der Couch ist und da niederliegt, gute Besserung und hoffentlich baldige Genesung. Dr. O hat auch nochmal nachgeguckt, was da neben der Halle steht. Ein A321 Cargo, ne? Habe ich was anderes erzählt? Jan hat noch eine Info, die ist jetzt weggeploppt, die hole ich gleich zurück, warte mal. Austin. Das war kein Überflug, das war eine kleine KLM auf dem Weg nach Amsterdam. Was ist denn mit der Box nach Toronto? Die ist auf dem Radar, bewegt sich nicht. Das ist das D'Alfi-Syndrom. Eine Tunis Air ist über den Taxiway Sierra unterwegs zur 18 Short. Lutz Drostmann hat noch eine Ryanair Diversion in Manchester gesehen und der Eddie haut 5 Euro in den Superchat. Vielen Dank, Eddie, für deine abermalige x-fache Unterstützung. Das hilft uns sehr, alles, was wir so an Kosten haben, zu bezahlen. Wir haben vor allen Dingen Sprit- und Reisekosten, weniger Übernachtungskosten, weil wir da extrem sparsam sind. Das Parken hat 24,50 Euro gekostet. Ich habe 50 Cent gespart. Ich war leider 7 Minuten zu spät am Ticketautomaten. Marco Gü freut sich, dass er den Sound aus Frankfurt bei sich auf dem Kopfhörer hat. Kannst du ein bisschen schneller radeln auf deinem Ergometer. Super. Postbüttel schreibt rein, bei KLM muss ich immer an Wendy denken. Wendy KLM, ja. Was ist mit der?
Und Frank Böhme hätte noch ein A380, na da ist er, noch ein A380 nach London, London. Nur mal einfangen. Also die Richtung ist ganz klar England. Was ist das? 37, 39.000 Fuß? Schöner Abendlicht von Frankfurt oder Wiesbaden. Bernd Kunze hat noch 10 Euro für das halbe Parkticket. Vielen Dank, Bernd. Ich habe auch gefragt, ob man da noch irgendwas verrechnen kann, aber ging nicht. Vielen, vielen Dank, Bernd. Jakob Schäfer hat uns auch auf dem Kopfhörer im IC. Ich dachte, da ist kein Internet da. HB Hagen haut nochmal das andere, die zweite Hälfte des anderen. Ich zerreiße das jetzt vor euch, damit wir zwei Hälften haben. Ich habe ja eine Quitte. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Guck mal, ich kann jetzt hier so eine Einblendung machen. Das ist der Kanal von Fluggesellschaft.de. Oh, es war ein bisschen zu übertrieben, glaube ich. Follow Me Aviation, Chris ist da. Hallo Chris, ich habe deine E-Mail gelesen, habe festgestellt, dass ich noch nicht geantwortet habe. Entschuldige bitte. Sehr interessanter Vorschlag. Samstagabend kann ich nicht. Aber ich melde mich nochmal wegen Sonntag, oder wir sollten uns wegen Sonntag auf jeden Fall absprechen. Chris ist Planespotter Follow Me Aviation in München und hat interessante Vorschläge für Spots. Wäre gut, wenn die legal wären für Videospotter. Nächste Landung hat der Jan rausgesucht. Aegean A320 Neo aus Athen. All Nippon 787-9 aus Tokio Haneda. China Southern Cargo 777 aus SZX ist das Shenzhen. Etihad 787-9. Wow, es sind etliche Überflüge nach England. Aus Abu Dhabi. Lufthansa Cargo 777 aus GDL. Mein Gott, GDL. Ich habe den auch schon wieder vergessen, den ich vorgestern vergessen habe. SVG. GDL. Ist das was in China? Ich könnte ja nachgucken, wäre mir jetzt aber zu billig. GDL. Denke ich nur an unseren Freund Weselski Express. Ohne Herrn Weselski hätten wir nicht eine geile Fahrt nach München gehabt. Also ich definitiv nicht. Das ist die von Jan angekündigte All Nippon 787-9. Die Tunis Air ist aber ganz schön schnell bei ihrer 1.8 Short Sache. Vielen Dank, Jakob, für den Rest. 4,50 Euro. Freut sich schon auf morgen. Guadalajara, muss ich wissen, Mexiko. Danke, Jan. Ah, Guadalajara, Mensch. Jedes Mal, wenn Guadalajara kommt, erzähle ich die Story, dass Andreas Köpke, oder wer war das? Toni Schumacher, Rudi Völler. Wahrscheinlich war Icke Hessler auch dabei. Die sind da im Trainingslager von der deutschen Fußballnationalelf über den Zaun geklettert bei der WM 86 in Guadalajara und, glaube ich, einen trinken gegangen. Das steht in dem Buch Anpfiff von Toni Schumacher. Weiß ich nicht, was da drin steht, aber irgendwas steht da drin.
Klaus Raus schickt nochmal 5 Euro hinterher. Vielen Dank, Klaus. M.A. hat einen türkischen Airbus A330. Wo hast du den denn her? Das wäre das Highlight in Berlin jetzt. 18.10 Uhr. Postbüttel hat auch einen Vorschlag. Okay. Nochmal, ohne Herrn Wieselski wären wir nicht mit dem schnellsten aller möglichen ICEs gefahren und seine Streikverhandler da. Da kommt eine TAP auf uns zu und die möchte nach Lissabon. Das ist die TJF. Airbus A321. Jeffrey hat auf die Nordwest Condor DE1405 aus Las Palmas, Gran Canaria, ein Airbus A320. Leider kein Brückenkandidat, sowas wird über die Ostbrücke abgewickelt. Denkt nochmal dran, dass die Ostbrücke in einiger Zeit, nicht mehr so lange dauert das hin, ich glaube in 2 Wochen, wird die Ostbrücke gesperrt, dann geht alles von der Nordwestbahn hier über diese Brücke an dieser Wiese. Was ist das denn für ein Vorteil für alle Planespotter? Kann ja nur ein Neo gewesen sein und es war auch einer A320 Neo nach London Heathrow. Das haben wir auch schon ein paar Mal von Experten hier aus dem Raum Frankfurt gehört. Lufthansa setzt auf der Strecke nach Heathrow A320 Neo oder 21 Neo, wenn es möglich ist, ein. Also alles, was Neos Engines hat, weil die Landegebühren deutlich günstiger sind. Und das ein richtiger finanzieller Vorteil ist, wenn man aus seiner Flotte die Neos dahin schickt. Eddie schickt uns nochmal 5 Euro hinterher. Vielen, vielen Dank, Eddie, für die Unterstützung. Abermalig wiederholt zum x-ten Mal. Was soll man alles sagen? Wir können gar nicht genug Danke sagen. Und das ist so wichtig und so hilfreich. Sonst könnten wir das Ganze nicht durchführen. Wir sind für euch in den letzten Wochen und Monaten an verschiedenen Flughäfen gewesen. Wir nehmen keine Kosten und Mühen. Wir nehmen keine Kosten und Mühen auf, machen das alles für lau. Nein, wir waren in Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Amsterdam, Frankfurt, München, Hamburg. Wie geil war Hamburg?
kommen sie mich schon wieder holen. Nee. Blaulicht ausgemacht. Bepard zitiert Reinhard May. Mit seinem berühmten Song Über den Wolken. Ach, da ist die AIDA. Jetzt rabe ich den Anker-Sara-Joke erstmal. Oh. Was sind das denn? Ist das jetzt Polizei? Airport Security? Who is it? Oh, die kommen hier unten rum. Oh, die kommen hier unten rum. Die kommen dann hier durch. Ja. Das ist die Landespolizei Brandenburg. Etihad Airways kommt rein aus Abu Dhabi. Haben Sie eine Drehgenehmigung? Wer möchte den Klingelton haben? Disco 330 unterwegs. Was für ein Landesamt ist das? Haben Sie eine Drehgenehmigung? Es ist schon mal nett, dass man wenigstens gesiezt wurde. Die hessische Luftaufsicht ist das. Kein Bock, gefilmt zu werden, bin ich mir relativ sicher. Schwenken wir mal weg. Ist eh viel schöner, wenn diese Tails hier im letzten Licht sind. Nee, Tommy, sind irgendwie noch nicht durch. Ich weiß nicht, stecken geblieben. Oder wo sind. Das muss doch eigentlich. Muss man, wenn man da lang fährt, kommt man doch hier raus, oder nicht? Gibt es da noch einen anderen Abzweig? Oh, der Carsten ist im Chat. Carsten, bist du auf Arbeit? Oh, wir haben Guadalajara kommt. Die Fox Echo. Warum sagt denn keiner was? Holt mal die Winkelhändchen raus. Hallo, könnt ihr mal bitte mitgucken aufs Radar? Was ist denn los? Alle eingeschlafen. Mensch doch. Also, ich weiß nicht, muss ich ja mal böse werden mit euch. Erster Brückenkandidat heute. Ich musste immer an Icke Hessler und Guido Buchwald denken, wie sie über den Zaun klettern in Guadalajara im Trainingscamp in Mexiko bei der Fußball-WM 1986. Trotzdem ins Endspiel gekommen. Knapp 3:2 gegen Argentinien verloren. Nur weil Buru Chaga den Ball reingeschossen hat und Toni Schumacher den nicht mehr retten konnte. Was war das, ein Drama? Tante Keta hat wenigstens noch ausgeglichen. Kommst du aus Guadalajara und hinterm Zaun winkt Icke Hessler. Hello Germany heißt das Flugzeug. Wie geil ist das denn? Is there any better? I don't think so. Magdalena, wo du recht hast, hast natürlich recht.
Das ist ein fettes Flugzeug. Achtet mal auf die APU, die geht nur links raus hinten. Bei der 777. Und das Kondenswasser dran, ne? Der kommt ja aus minus 50 Grad da oben, landet jetzt hier in Frankfurt bei 12. Jörn F. sagt einfach nur, wow, das ist Frankfurt, das gibt diese Position her bei dem Licht um die Uhrzeit. Es hat sich gelohnt, nochmal zu sagen, Mensch, wir steigen da von dem Rooftop-Bar-Balkon des B-Mine runter, machen eine Pause und kommen zurück. Und ich lese gerade, es gibt gleich noch Unterstützung. Der Kaffee ist unterwegs. Anka Sarah, deine Gebete wurden erhört. Will der rückwärts einparken oder was machen die? Heidi Fuchs ist auch dabei. Hallo, 392 Zuschauer. Herzlich willkommen. Das ist Planespotting Live. Unser Kanal heißt Fluggesellschaft.de. Mein Name ist Thomas. Und da ist ein Airbus A320 nach Wien, hat der Manuel rausgesucht. Da müssen wir ihn auch zeigen. BA on the way to London. The Speedbird. Habt ihr irgendeine Info zu der Lima Juliet? Nochmal zuerst da Croatia Airlines oder Brussels mit dieser Lackierung? Wer hat da jetzt von dem anderen kopiert? Ich denke, Croatia Airlines war zuerst mit diesem Design unterwegs.
Was schreibt der Manuel Werte vorhin? Ein Testlauf? Ach so, diese... Die Aerologic hatte einen Startabbruch. Jetzt verstehe ich. Ah, ja. Jeffrey hat was Schönes für uns, nämlich die OZ542. Und das ist ein Asiana Airlines Airbus A350-900 auf dem Weg nach Seoul, Incheon. Jakob Schäfer schreibt einfach nur rein, er fährt was? Ich fahre gegen 19:20 am Fernbahnhof durch. Schick uns doch eine Sprachnachricht. Jakob, 30 Sekunden lang. Was willst du uns erzählen, wie die Zugfahrt war? Erzähl mal, welche Preise der ICE Board Service so hat. Magdalena fragt nach dem Fuchs. Ich glaube, ich war etwas zu spät. Ist das nicht so, dass er 16 Uhr von Nord nach Süd läuft und dann irgendwann um 17 Uhr wieder zurück? Wie war das? Oder 18 Uhr? Und danke Bernd und Manuel, dass ihr mich nochmal aufklärt, was jetzt da mit der Lima Juliet ist. Und wir freuen uns jetzt über die türkischen Airlines, die TC Jock kommt, den Airbus A330-300. Dahinter Lufthansa 116 nach München, das ist die Zulu Charlie. Dann warten wir auf diesen Asiana A350. Da kommt doch noch was Schönes hier zu uns. Eddie hat nochmal 10 Euro, vielen Dank. Ja, die Frage müsste erlaubt sein, HB Hagen. Die ist die Frage, die ich dir jeden Tag stelle. Ja, macht Sinn, sich hier zuzuschalten, wenn man Informationen hat, mit denen alle was anfangen können. Jackie on Tour wird oder geht hin und feiert Eddie. Chris von Follow Me Aviation hat für uns die FedEx FX32 aus Paris Charles de Gaulle in 5 Minuten. Was verdrücken wir eine Träne, wohl wissend, dass das mal eine MDL war. Christa muss weiter. Tschüss von Postbüttel und von mir. Bernd Kunze feiert Eddie ebenfalls. Und Jan Weber hat die Ringelsockenzeit ausgesprochen. Wo hast du die denn entdeckt? Jetzt kommt erstmal der Turkish Airlines A330. Ein Flugzeug, was wir jetzt in Berlin mega feiern würden, weil das das Highlight des Tages wäre. Und die blau-weiße Ringelsocke kommt laut Clarissa Nautilus um 18.34 Uhr rein. Marco Gü hat keinen geringeren Wunsch, als ob ich näher ans Flugzeug ran könnte wegen des Sounds. Jetzt machst du mir ein bisschen Sorgen, Marco. Was meinst du damit? Soll ich jetzt hier über den Zaun springen oder was? Was meinst du, wie schnell jemand kommt und in seinen Lautsprecher haben sie eine Drehgenehmigung rein trompetet? Was? Ist das der Swingover da hinten? Den meinst du, Lutz? Man kann das sehen. Das ist die FedEx. Die scheint aber Nordwest zu gehen. Ups. Bleib jetzt mal bei der Turkish Airlines. Ja? Machen wir keine Faxen, sondern bleiben jetzt bei der Turkish Airlines und filmen alles, was dann gleich hier in unsere Richtung kommt. Asiana A350 zum Beispiel.
Ja, jetzt muss weiter. Seven aus Fuerteventura, Bernd Kunze in 10 Minuten. Ralf Rübe findet A330 Sounds gut und ich schwenke jetzt weg von diesem Flugzeug, weil wir auf die FedEx mal rüber rutschen und der Asiana A350, der hat für mich auch in irgendeiner Art und Weise eine mega Prio, weil er so cool aussieht. Und Aerologic Push? Jeffrey, was hast du da gesagt? FedEx für die Nordwest, vielleicht sehen wir sie wieder hier auf der Brücke, man weiß es nicht. Der Asiana hat da unten so einen UNICEF-Sticker dran, kann das sein? Ja, ne? Unterhalb des Cockpitfensters. Brake Dust, Bremsenstaub, Dreck. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Brake Dust. Was ist denn jetzt mit der FedEx? Wo wollt die denn? Die crappt hier rüber. Robert Krüber, was hast du denn für eine Information? Bin bis gerade eben im Garten gewesen und versucht das Schleifenkabel für den Rasenroboter zu flicken. Was ist das denn für eine blöde Aufgabe? Es tut mir leid.
Man muss der künstlichen Intelligenz auch noch Sachen beibringen. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil die nicht wissen, wo das Ende von dem Rasen ist. Und Manuel meint auch, dass die FedEx seitwärts rollt. Bei mir auch, ist ein Crabber. Jeffrey meint auch, die FedEx kommt zur Brücke. Denn habt ihr ja wohl die Wiegehändchen am Start, oder? Wie sieht's da bei euch aus? Jürgen muss auch weiter. Meint er, die sind eh lost, weil sie keine MDF steuern. Ah, Turbistan ist ja auch ganz toll. Markus ist auch am Start. Hallo Markus, hättest du nicht gedacht, dass du heute Abend noch einen Livestream von uns siehst, was? Du hast die British Airways auf der 18 Short. Die 777 von Lufthansa Cargo ist viel zu cool, als dass ich jetzt zu 18 Short rüberschwenken würde. Lufthansa Cargo von FedEx. Das ist mal was anderes außer Aerologic und Lufthansa Cargo haben wir mal eine FedEx hier. Imbel. Lutz Trostmann fragt, wann wir den 747-Piloten dazuschalten. Das Problem ist, den wollte ich euch nur zeigen, wie er fliegt. Dazuschalten, weiß ich nicht, ob er uns hört. Carsten, falls du uns hörst, ich kann auch keine Sprachnachricht jetzt gerade hören.
Was ist eigentlich mit dem Blau von Lufthansa Cargo und dem von FedEx? Hm? Sehr, sehr ähnlich. Nicht gleich. Da würde ich jetzt bei GIMP gerne mal so eine Pinzette ansetzen und mir die Farbwerte angucken. Clarissa und Bernd haben die Ringelsocke im Anflug. Wo habt ihr die? Da oben? Das da? Ist das die? Airbus A330, der Condor. Das ist die Deandra. Da können wir mal hier Ditte machen. So. Manuel weiß auch, dass die auf die Center geht. Das ist Condor DE2283. Wie kommt ihr denn auf blau-weiß? Das ist grün-weiß. Und Berbert, ist das jetzt dein Text oder zitierst du wieder jemanden mit diesem Song? Bin bei dir manchmal etwas irritiert. Christoph Bahl, Bernd Gunze, Sarah, Manuel, alle haben die grüne Socke jetzt mal rausgesucht. Wo ist eigentlich der Peter Müller? Der wollte ja überprüfen, ob ich mich denn an die Ringelsockenregel hier halte. Markus Görz hat die Heavy-Schlange im Anflug. Das ist einmal die Deandra. Die kommt aus Mombasa, Kenia. Ist sie nicht nach Montego Bay geflogen? Dann hätten wir Oman, Airbus A330-200 aus Muscat, Vistara 787-9 aus Delhi und die Emirates Airbus A380 aus Dubai sowie Lufthansa 747-8 aus PVG aus Shanghai. Alles in den nächsten 20 Minuten. Das sind tolle Anflüge. Als nächstes kommt rein die WY115 aus dem Oman. Hier ist ein Pushback. Hey. Engine Nummer 2 zuerst, also auf der linken Seite. Was tippt ihr? Was macht denn das Pad? Hallo, nicht einschlafen. Sorry, bei mir ist das Pad ausgefallen, deswegen muss ich mich mal kurz um das Gerät kümmern. Ach, die ziehen den irgendwo hin, es gibt gar keinen Engine Start, schade. Sieht aber schön aus, bisschen wie Hamburger Dom. Strom mehr. Was ist das denn jetzt hier?
Welches meiner Geräte macht denn jetzt hier wieder Mucken? Warum? Ich glaube, ich habe da irgendeinen Denkfehler gehabt. Okay, sorry, war mein Problem. Die Lot geht auf die Nordwest, habe ich den Eindruck. Und guck mal, was hier kommt. Die kennen wir aus Leipzig. Compass Air Cargo. Boeing 737. Einige von euch werden nicht müde, uns bis wirklich zum Äußersten zu unterstützen. Und eine Person davon ist Eddie. Und wir sagen nochmal herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Eddie, für die Unterstützung. Markus bedankt sich auch bei dir. Genauso Hermann Klampfel. Jakob Schäfer stellt wieder Fragen, die ich nicht beantworten kann. Marcel hat eine Info zu dieser Compass Air Cargo, die 7378, ist ein Freighter und der letzte Take-off des Tages. Das wird also das letzte Flugzeug laut Plan sein, was heute in Frankfurt rausgeht. Das wäre um 22.50 Uhr und ist auf dem Weg nach Leipzig. Ich habe gerade erwähnt, dass wir das Flugzeug aus Leipzig kennen. Sind die denn für DHL im Einsatz oder was machen die? Und der Markus hat das auch ausgesucht. Danke. Jackie hat einen Hänger im Chat. In 4 Minuten aus Tokio Haneda kommt die Lufthansa 717. Die müssten wir eigentlich auch gestern verabschiedet haben. Danke, Jeffrey. GER-Flieger fragt, warum sind eigentlich jetzt plötzlich Flugzeuge der Luftwaffe auf Flightradar 24 zu sehen, weiß ich auch nicht, was da Neues los ist. Und Markus bestätigt das nochmal, dass diese Compass Air für DHL unterwegs ist. Und Eddie bestätigt das nochmal. Wahnsinn, was du heute hier abgerockt hast. Unglaublich. Vielen, vielen Dank. Wir waren unsicher, was machen wir? Sollen wir auf dem Be Mine Hotel durchziehen oder teilen wir den Tag durch zwei? Daniel hat die Zuschauerschaft befragt. Euer eindeutiges Ergebnis war Pause machen. Neu aufsetzen, mal was trinken oder essen gehen. Nicht verkrampfen. Vielleicht das Stativ mal neu einstellen, weil das so hakelig ist. Schöne Grüße an den Tower. Mal mit einem Tower-Emoji. Haben wir sowas auch im Programm?
AMA4R1NHO sagt, good evening guys, hello to you. This is Frankfurt Airport, Germany. Emirates A380 in 8 minutes, Holger M. Vielleicht sehen wir heute mehr davon, weil es 2 Minuten länger hell ist. Schöne Grüße an den Tower. Einfach mal reinposten, Ralf. Muss dich nicht wundern. Ich fühlte mich so angeleuchtet. Das war eigentlich der Grund. Ich nehme das halt mal alles persönlich. Ich denke, die leuchten uns was. Bernd Kunze hat den A380 genauso gesehen wie der Sebastian. Und er hat sogar den Link zu der EK47 da drauf. Wo ist denn die jetzt? Da wird gehupt. Was sind das denn für komische Fans, die hier mit dem Auto vorbeifahren und rumhupen? Jetzt gerade bei einem Ort, der Geiselbach heißt. Südöstlich von Freigericht. Ist der Emirates A380 mit dem Kennzeichen A6IIII. Und Eddie macht noch mal ein Hype-Emoji hinterher. Vielen Dank. HB Hagen ist mega Fan von Abendstream, weil er schön zu Hause sitzen kann und hier die Lichter genießen kann am Flughafen Frankfurt. Haben wir schon gesagt, dass wir nächste Woche in München sind, wo wir gerade über Frankfurt sprechen. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, München. Alles Livestreams. Emirates ist Nummer 8 auf Flight 124. Wie kann das denn sein? Das denn? Verfolgt von 728 Flugradaristen. Wie heißen die denn eigentlich, die bei Flightradar die ganze Zeit gucken, was sich da auf der Karte bewegt? Ist ja eigentlich noch ein bisschen mehr crazy, als Flughafen-Livestreams zu gucken. Diese 777 Lufthansa Cargo scheint voll zu sein, so langsam. Nummer 6 weltweit. HB Hagen beschwert sich darüber, dass wir einen Tag länger in München sind als Frankfurt und vermutet da ein Zeichen hinter. Homebase Obo One stellt eine interessante Frage. Stimmt ihr eigentlich die Streampositionen ab, damit es keine Kollision gibt? Marion Schleicher hätte schon eine Kanne Kaffee gekocht, aber Oberfranken ist wirklich weit weg. Ne, Michael Sand, die Nummer mit dem T4 hat sich nicht geklärt, keine Ahnung. Da ist irgendein Missverständnis stattgefunden, hat stattgefunden. Machen wir weiter mit den Flugzeugen, sagt sich der Jeffrey und sagt, Iberia 3130 aus Madrid ist ein Airbus A319 mit der One World Livery. Ja, Michael, kommt rat, next chance. Gibt es wieder Gelegenheiten? Ist das die Lufthansa aus Haneda, die da reinrollt? Hatte eigentlich der Lutz Trostmann mal die Frage beantwortet, woher der dieses Problem, den Problemgrund von der Kilo Lima wusste?
Lutz Trostmann hat nämlich irgendwoher die Info bekommen, dass es einen Smell gab. Oh, die grüne Ringelsocke ist. Ja, gut, dass jemand gefragt hat. Die habe ich vergessen auszuschalten. Mann, danke Karin Matthias. Mein Fehler, das ist die Lufthansa 747-8 aus Haneda. Hat das die Marketingabteilung von der Lufthansa etwa ein paar Minuten nach diesem Ereignis schon rausgehauen? Das wundert mich jetzt. Wo kommt diese Information her? Chris erklärt das nochmal. Warum München so geil ist? Brauchst du nicht erklären, Chris. Das wissen eh schon alle. Ich krieg hier gleich Hausverbot. Ich werde hier weggeschleppt. Da kommt er auch schon mal. Der Undertaker ist angekommen. Unser Fratin. Der nimmt mich gleich mit. Du hast ein Paket bestellt. Ach du grüne Neune, jetzt haben wir verloren, jetzt kommt DHL. Jetzt ist echt shit. Da zeigen wir mal schnell Lufthansa Cargo und die FedEx. DHL kommt. Jetzt ist echt. Wir gehen jetzt mal auf den A380, der ist Nummer 7 weltweit, 556 Follower. Und wir wollen den mal am Himmel ausmachen. Da ist der nämlich schon mal über Neu-Isebrüsch. Und was ist denn davor? Gar nichts ist da. Das heißt also, der A380 ist on the way. This one. Airbus A380 Emirates on approach. Kann man vier Triebwerke erkennen, oder? Das ist die EK47 und der Sebastian hat für euch den Link, wenn ihr auch mal draufklicken wollt. Na, je später der Abend, desto schöner die Gäste und umso gelber sind sie. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Hallo, das ist der Carsten, der hat sich gerade schon vorhin im Chat gemeldet. Unser Mann fürs Grobe, der hat jetzt Feierabend, weil er einfach Compass Air vorschickt. Was ist denn das für eine Compass Air 737 nach Leipzig? Der hat das was mit... 57. Ersatz für 75 ist platt oder was? Hast du kaputt gemacht? Unser Hub, das DHL hat hier umgebaut gerade aktuell. Achso. Und deswegen ist die Frachtmenge auf die 757 nicht so gegeben. Okay. Ist dann billiger, die Compass Air zu nehmen. Okay. Letzter Flug heute, 22.50 Uhr. Aber nicht bei uns. Wir machen früher Feierabend. Keine Sorge.
Marcel, heute habe ich keinen einzigen Ringelbus gesehen. Also das, was wir abgeräumt haben gestern, das konnte sich heute absolut überhaupt nicht wiederholen, obwohl wir die bessere Übersicht hatten. Maximilian fragt nach der Cargo Human Care. Da habe ich mit gerechnet, dass du kommst und diese Frage stellst. Und ich glaube, die hat sich nicht bewegt. Und deswegen war es richtig von uns, dass wir da nicht noch weiter gewartet haben. Das ist der Airboss, schreibt der Jürgen Ruf rein. Was ihr hört im Hintergrund ist der Sound von einem 1.8 Short Take-Off. Das war eine Cessna 525B Citation auf dem Weg, weiß man nicht wohin, mit österreichischem Kennzeichen nach Innsbruck. Wir bleiben mal schön hier bei dem A380. Robert Kröber findet das gut und die D'Alfi ist definitiv annulliert. So. Das war also die richtige Entscheidung, da Feierabend zu machen. Was hast du denn Schönes für uns? Eine Regenfront. Upsi. Das ist ein Schauer für uns. Ja. Aber recht ergiebig. Bei uns durch. Ja. Kannst du das auf dem Radar sehen, dass der hier hinzieht? Und wir sind die mit dem roten Punkt. Wir sind die mit dem roten Punkt. Und was heißt denn das? Hast du keinen Bock mehr? Sollen wir einpacken? Doch, schon, ja. Wir sollen ja jetzt schon mal alles reinpacken, was man einpacken kann. Oh, könnt ihr die Animation mal, kannst du die hier in die Kamera, ich weiß nicht, ob das rechtlich erlaubt ist. Warte. Ich sag Bescheid. So, jetzt haben wir hier die geile Regenanimation. Das kommt auf uns zu. Und wir haben es nochmal an, oh, beide bitte, ja. Da, beim linken Smartphone sind wir der rote Punkt, bitte nochmal. Und jetzt seid ihr dran. Was machen wir? Ich glaube, wir machen mal schon mal Regenvorbereitungen. Dankeschön, ihr zwei Spaßvögel. Wenn wir jetzt nicht bekommen, wäre vorbereitet. Hätte ich nicht gemerkt, nee. Und Lutz meint, die Kilo Lima wird heute Rhodos nicht mehr verlassen. Die Crew kann da aussteigen und sich ein Hotel am Strand suchen. Wird nur mitleidig geguckt. Abbrechen, Lutz, ich bist du wahnsinnig? Ja. Achso, Entschuldigung. Lutz, abbrechen, das gibt es hier nicht. Wir lassen uns von der Regenwolke nicht vorschreiben, wann wir Feierabend machen. Bernd Kunze meint auch, wir sollen packen. Markus meint weitermachen. Lufthansa 729. Steffen lässt sich überhaupt nicht davon beeindrucken. Er hat Lufthansa 729 aus Shanghai in 3 Minuten. Wo fliegt denn Lufthansa 198 hin? Was ist das denn für eine Kurve? Ist ja eine Hoffmann-Kurve fett? Die hat der Thomas aus Berlin mitgebracht, die ganzen Fliegen und Mücken und so. Und die ist aus Shanghai. Jeffrey hat sie auch gesehen. Das ist die 747-8. Karl Ranser, ja, ihr seid doch nicht aus Zucker. Ich bin tatsächlich so ein bisschen falsch aufgestellt, weil der Georg, der vorhin da war, wenn er, das ist ja ein stiller Beobachter, den kann man nicht packen. Ein Zuschauer namens Georg hat behauptet, heute wird nicht mehr regnen. Das ist jetzt die Natur. Ein Schauer, okay. Pass mal auf, wir machen mal so, dass wir jetzt, wir fummeln mal eben ein bisschen. Ihr sagt Bescheid, also da war was in 3 Minuten. Das ist wahrscheinlich dieser helle Punkt am Himmel. Und wir haben jetzt Brückenalarm. Warte. Nee, Fehlalarm. Entschuldigung. Ist höchstens ein Reverser drüben an der Nordwestbahn. Ja, Reverser auf Taxi oder Brücke. Das kann man schon lange nicht. Klaus muss weiter. Tschüss, Klaus.
Was machen die? Ist das ein Swing? Spaß beim Swing da. Im Vordergrund Lufthansa und dann die 747. Dann findest du halt auch besonders auf die Geräte achten. Da haben wir zwei Schirme, super. Ach, entschuldigt, ich habe eben das Mikro weggesteckt. Wie machen wir das? Relativ schnell. Ich verabschiede mich mal kurz, bin mal kurz weg und die zwei übernehmen jetzt mal. Da kommt jemand. Der hat uns was mitzuteilen. Sag mal, Martin, kannst du mal kurz übernehmen? Ja. Versuch's. Ich guck mal eben, was hier los ist. Wohin so schnell? Wir machen jetzt auch alles wetterfest. Also ich würde jetzt vorschlagen, dass wir einfach so mal lassen. Wenn irgendwas ist, bin gleich wieder da. Und ein Mikrofon ist da. Martin ist mal kurz hier bei euch. Mach mal kurz das Kamerakind. Ja. Versuch's, der Thomas packt mal alles regensicher ein. Sich selber auch. Ach nee, jetzt geht er erst ins Gebüsch. Okay, das wollen wir jetzt mal nicht filmen. Lutz Trostmann schreibt es, Runway-Check für die Nordwestbahn, richtig. So Leute, wie geht denn das hier? Ah, okay. Also ich übernehme keine Gewehr jetzt hier, was ich hier veranstalte. Was haben wir da für ein Blinken? Ich möchte das Zittern entschuldigen. Oh mein Gott, Leute. Das wird nichts mit mir hier. Ach da. Ich glaube, ich bleibe lieber bei meinem unqualifizierten Experten-Halbwissen, Leute. Der Carsten beobachtet für mich den Chat, okay? Die ganzen... Ja, du bist als Kamerakind. Ja, ja. Kamerakind failed. Ja. Der kleine Martin möchte bitte seinem richtigen Job wieder nachgehen und das hier lassen. Ach, ich sorge hier gerade für Unheil. Zittert mir hier ein Ast. Hauptsache Entertainment, ne? Mit unserer Frankfurt-Stimme. Also ich glaube, ich bleibe lieber dabei und annulliere lieber Flüge, das kann ich besser. Ja, oder Leute ins Hotel verfrachten. Ja. Das kann der Team. So, wir brauchen einen anderen Stecker. Tja. Es fängt schon leicht an zu nieseln. Ja, wir müssen auch nochmal was rumstecken. So, was haben wir denn noch? Passiert recht wenig gerade, ne? Ja, das ist relativ ruhig. Wir müssen mal kurz an den Ton ran. Wir sind gleich wieder da. Ton 1 müsste zurück sein.
muss mal schnell Jacke anziehen und dann den Schirm aufspannen. Schuster, bleib bei deinem Holzbein. Und? Flüchten sie alle? Ja, sieht gut aus. Jetzt jedes Mal, wenn ich weg bin, kommen mehr Zuschauer dazu. Ja. Ja, Holger, das kann ich dir noch nicht sagen. Mit dem Ersatzflugzeug, das kann ich dir nicht sagen. Ich bin erst ab heute Abend im Dienst, was da jetzt gemacht wird. Aber das geht seinen üblichen Weg. Muss erstmal geguckt werden, was mit dem Flugzeug ist. Dann werden da Mann und Maus hingeschickt. Dann wird geguckt, was mit den Taxen natürlich parallel ist. Das kann alles ein bisschen dauern. Also ich glaube, den Flieger sehen wir ein bisschen länger da in Rodos. Also jeder, der Urlaub macht demnächst, Osterferien auf Rodos, kann die Kilo Lima vielleicht noch sehen nächste Woche. Also alle Rodos-Urlauber. Ja, sind eingeladen, und sich mal Spotting zu machen. A330 anzugucken. So. Ja. Das ist Mikrofon. Ich weiß gar nicht, ob der auch zur Discover geht. Vielleicht können Sie den ja gleich da umlackieren und in Rodos dann den Wechsel vornehmen. So, ist das auch ein Mikro? Warte. Das ist deins? Nee. Nee, ist sogar. Ah, okay. Warte, ja. Ich mach. Lass mal los. Mhm. Mach. Da unten? Ja. Hier. Guck mal hier. Da willst du? Ja. Yes. Ich treffe dich. Komm, Gewehr. Der Ton ist wahrscheinlich ziemlich runtergedreht wegen der Straße, ne? Nee, der Ton ist richtig voll aufgedreht. Mhm. Was haben wir da? Eine Aegean? Wo wir gerade bei Griechenland waren. Die Tüte da unten, Thomas? Die kann ruhig voll regnen. Okay. Das sind die Regensachen. Ah ja, sehr gut. Regensachen können voll regnen, ist gut. Gibt es denn jetzt Wetterexperten unter euch, die mal sagen können, wie lange wir mit dieser Wolke Spaß haben? Ja. Carsten. Das soll ja angeblich nur eine kleine Wolke sein. Ja? Noch fast 40 Minuten, sagt meine App. Ja, ungefähr 40, dreiviertel Stunde ungefähr, ja. Was ist das Nerviges denn? Wetter.com. Anka Sarah schreibt, Robert Krüger schreibt rein, Griechenland geht immer. Skip writes in the chat, hello from the USA. From Ohio, watching with my wife. Great spotting. Thanks a lot. This is Frankfurt, Germany. And you see this Aegean. It's a Greek airline on the way to Athens. Es sind ja einige Tsatsiki-Fans hier im Chat. Marcel, wir waren gerade bei Griechenland Ende Mai, Vorsaison. Günstig und gut. Ja, Thomas, sind am Wochenende 20 Grad, Frühlingswetter, ne? Push back. Wo? Endlich. We have Lufthansa Cargo 777 Pushback. Nehmen wir mal ganz kurz den Takeoff noch mit. Das ist die. Das ist die Fox Golf, die neutrale, CO2-neutrale Liberty. Ist das nicht die mit der Shark Skin?
Ist das so? Trocken. Von Cargo hast du auch nicht so viel Ahnung, oder? Nee, eher nicht so. Aber wir hatten erstmal geklappt, weil wir jetzt damit rechnen, dass wir jetzt einen 777-Spool-Abgleich haben. Außerdem ist da noch Licht da drüben. Jeffrey hat für uns die Air Astana KC922 auf dem Weg nach Astana mit dem Airbus A321neo und die geht auch zur 1.8. Marcel meint auch, Engine Start Number 2 kommt zuerst. Also Steuerbord auf der rechten Seite. Steuerbord. Tippst du auch, dass Steuerbord zuerst kommt? Engine Start? Ist das so bei der Lufthansa Cargo, ja? Ist Airline abhängig? Oder jeder anders. Ist das bei der DHL, Carsten? Engines Pull-Up? 2-1. 2-1, ja. Aha. Egal welches Muster? Ja, schon, unabhängig. Okay, aber ist eine Airline-Vorgabe? Oh, Air China 350 Takeoff Center, John H. Wow, gut, dass du es sagst. Carsten, du bist das gewohnt mit dem Wetter, oder? Wenn du draußen arbeitest. Ne? Das warte ich zurecht. Warte. Genau, Patrick Riedel war heute in München und hat Elli Pirelli beim Checkoff. Bei A330, A340 ist immer Number One zuerst, meint der Frankfurt FD. Wir haben aber jetzt eine Boeing 777, Siete, Siete, Siete im Bild. Mittag.
Markus Görz hat nochmal was nachgelesen mit Boeing, dass du meinst, Engine Nummer 2 musste erst starten wegen der Druckluft, um die APU ausmachen zu können. Nummer 1 baut keine Druckluft auf. Das ist jetzt mal so dahingestellt, weiß ich nicht. Das ist Lufthansa 118 nach München. Warum sehe ich jetzt rein? A320. Das ist für morgen geplant. Ah, okay. Hast du schon Feierabend? Nein, ich muss gleich noch mal weiter runter in den Süden. Was denn? Auf die andere Seite des Flughafens. Da haben wir noch mal so ein kleines Lager. Ich bin bei uns bei DHL hier auf der Outstation zuständig für die Bodengeräte, sprich ne, so eine kleine Treppe und Reifenwechselwagen. Und ja, da muss ich noch mal kurz was durchschauen, kontrollieren. Und dann geht es nachher weiter an dem A300 mit dem Regenbogentail. Was ist denn mit dem? Der geht heute Abend zurück nach Leipzig. Dem muss ich dann gleich nochmal die Covers runter machen, also die Abdeckungen. Da haben wir schon gesehen, da sind Covers drauf. Genau. Du machst die ab? Ich mach die gleich ab, ja. Wie viele Krampen sind denn da dran? Das sind einfach nur so solche Steckpins. Ja? Und die sind halt dann, ja. So also an Gummis oder was? Nee, keine Gummis. Das sind einfach nur Metallsteckpins halt. Ne? Und dann hast du solche Ösen, wo du diese Pins einstecken kannst. Ringsherum ums Triebwerk. Aber ohne Leiter kriegst du nicht hin, oder? Ohne Leiter unmöglich, nein. Ja, da muss halt alles verpackt werden nochmal. Nochmal einen kleinen Check von den Reifen machen. Weil kann ja sein, dass man sich irgendwas unterwegs vom Umschleppen dann eingefangen hat. Ja, und wo kommen die Covers so hin dann? Da hat man da irgendwie im Lager ein Regal und da sind Covers, oder? Nein, die hast du beim, jedes Flugzeug hat seine eigenen dabei tatsächlich. Ach, damit bei die nicht weggehen? Genau, oder genau. Die Triebwerksabdeckungen sind das ja nichts anderes. Ja. Die sind bei der Boeing zum Beispiel im vorderen, unteren Frachtraum drin, in so einer roten Tasche. Okay. Und beim Airbus sind die im Heck hinten drin. Okay. Ja. Und musst du die vorher sauber machen? Also könnte ja sein, dass die jetzt nass sind und du kannst ja jetzt ja nicht nass in irgendeine Tasche tun und dann hinten. Ja, da wird nachher eine E-Mail geschrieben, bitteschön, dass sie nochmal ausgepackt werden zum Trocknen, weil ich kann die jetzt nicht trocknen, weil das funktioniert nicht. Also da muss man schon dran denken, ne? Genau. Dass jetzt kein Schimmel dann hinterher entsteht und so. Ja. Was haben wir denn jetzt für euch? Das ist die KC, die Air Astana, die hat der Jeffrey schon genannt. Auf dem Weg nach Astana. Weiterverfolgen, weil wir im Moment eher so Regenschutz geht vor Filmarbeit. Ich hoffe, ich mache dich jetzt nicht so nass. Alles gut. Lufthansa Cargo rollt zur Centerbahn. War das die Triple, ne? Sagt ihr uns Bescheid, wenn die auf der Bahn ist, beziehungsweise ich guck mal selber. Reingekommen ist übrigens gerade die Thai aus Bangkok in der 777. Macht die denn da? Die Fox Golf ist das. Chris von Planworld Berlin hat mal gerade in der Lampe gesehen, wie es regnet. Ich zeige euch das mal hier. Wir haben eine Vorstellung bekommen von dem, was hier los ist. Georg, vorhin warst du da. Das ist der Regen, der heute nicht mehr kommt. Schönen Gruß an den Georg. Die Kilo Papa, was ist das denn für eine? Weiß ich nicht. Die Kilo Lima ist auf Rhodos, falls das jemand gefragt hat.
Frankfurt FGIG ist immer noch dran mit dem Erstanlassen welchen Triebwerks? John H. hat ein Regenschirm-Emoji gefunden. Das ist mal was, was wir jetzt brauchen. Wo muss man denn jetzt hinschwenken, dass euer Standort DHL hier im Süden, wo ist der ungefähr? Oh Gott, das siehst du nicht. Die haben das auch geändert. Das ist jetzt ganz neu umgemacht worden seit letzter Woche. Das ist hinten beim Terminal 3 mit rein. Also vom Tower, den sehen wir gerade im Bild, ja, links. Da in dem Bereich. Aber unser Hauptstandort ist hier oben im Norden bei der Fox 231. Man sieht es leider nicht, quasi hinter der 777 von Lufthansa Cargo und der FedEx. Ja, da ist so unser Arbeitsbereich. Jetzt ist aber der A300 hier links rüber geschleppt worden. Dann müsst ihr also aus dem Süden gleich wieder zurück. Genau. Eine kleine, schöne Flughafenrundfahrt nochmal. Fährst du dann über die Platte oder wieder außen rum? Nee, ich werde wahrscheinlich über die Platte fahren. Super. Also bei uns ist der Carsten von DHL und der Frati. Beide heute schwer am Arbeiten. Ja. Kommt noch, ja. Kommt noch. Ich bin ja auch am Arbeiten, ne? Also so ist ja nicht. Ja, und zu Hause betreue ich dann ja auch noch einen Mitschläfer. Ja, Sublogix fragt, Thomas, geht's gleich in ein warmes Hotel oder wie sieht dein Feierabend aus? Ja, habt ihr mal Tanja und Bunny gefragt, werden die heute noch aktiv? Wenn ja, dann wisst ihr, was meine Feierabendaktivität ist. Aber nur passiv gucken, weil ich denke, wir müssen auch mal ein paar Zeitstempel nachliefern. Wir müssen für morgen den Stream vorbereiten. Wir sind ja morgen wieder für euch am Start. Morgen ist unser letzter Tag in Frankfurt. Nächsten Sonntag geht es ja dann nach München. Ich weiß nicht, ob der Zuschauer HB Hagen das weiß, dass wir nächste Woche in München sind. Am Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch. Und Hotel ist nicht. Aus Kostengründen no chance. Das passt gar nicht ins Budget. Kriegen wir nicht hin. München ist teuer. Funktioniert nicht. In Frankfurt auch. Die Zimmerpreise sind hier über 100 Euro. Ich habe mal geguckt, das BeMine, so aus Spaß, BeMine 103 Euro und die im Gateway Gardens, die Hotels, die haben sich gerade gegenseitig so im Preis bekämpft. Die waren alle bei 103, 104, 105 Euro die Nacht. Jetzt kannst du dir vorstellen, was es zum Beispiel eine Lufthansa kostet, wenn er abends hier eine Langstrecke stehen bleibt. Herzlichen Glückwunsch. Und die alle hier in die Hotels am Flughafen drumherum verfrachtet werden, die Passagiere. Klar gibt es ja spezielle Raten, aber bei so einem vollen Jumbo geht es halt ins Geld, ne? Total, ja. Nee, Steffen, war ja keine Aufforderung. Nur ist das so beim Paddy, der wollte auch gestern Morgen was machen, dann haben die gesagt, nee, eher abends. Manchmal ist kurzfristig was, aber Montag ist im Hamburger Hafen relativ wenig los, habe ich den Eindruck. Wenn der Regen gleich nachgelassen hat, dann kümmern wir uns auch wieder ordentlich um die Flugzeuge. Das würde ich jetzt hier an der Stelle versprechen. Kann man denn hier in der Lampe schon mal den Regenindex anzeigen? Leider noch ungefähr 400 Tropfen pro Sekunde, würde ich sagen. Auf 10 Quadratmillimeter. Keine halbe Stunde mehr. Also eine halbe Stunde sollen wir jetzt hier noch so rumstehen. Robert Kröber hat 5 Mitgliedschaften verschenkt. Wie feiern wir den Robert denn jetzt ab? Hast du überhaupt noch Leute gefunden? Holger M.? Nee. M4TK, Patrick Riedel, Steffen, Marion Schleicher und Holle Honig sind die glücklichen, hoffentlich glücklichen Gewinner des Ganzen. Und Jeffrey, der ist der Einzige, der die ganze Zeit auf dem Radar mal checkt, was denn für uns noch interessant sein könnte. Das wäre die Tarom Pushback. Die ist auf dem Weg nach Bukarest. Der Flughafen heißt Otopeni, deswegen OTP. Und die kommt über die Cargo City Süd zur 18 West, also über Taxiway Sierra. Die Box nach Chicago ist jetzt kurz vor der 25 Center, rollt gleich rauf. Das ist das Flugzeug, was wir jetzt im Auge behalten. Also 25 Center wäre jetzt
ein Kandidat, der zwischen unseren Schirmen entlang fliegen wird. Patrick Riedel, in München ist vom 24. März bis zum 24 plus 4 ist 28. Is it right? Yes. Und wollen wir hoffen, dass wir keinen Weselski-Express diesmal buchen müssen. Samstag geht's mit der Deutschen Bahn und der Bahncard wird zum ersten Mal eingesetzt. Freuen wir uns sehr drauf. Schnäppchen gemacht, die Hälfte der Bahncard ist mit einer Fahrt wieder drin. Ist sie das schon oder ist das nur ein Auto, das schnell fährt? Rollt die schon? Rollt gerade auf die Bahn. Kommt da noch was rein? Nee, da war gerade vorher noch ein Swing, aber jetzt kommt nichts mehr. Kommt nichts mehr rein, auf der 25 links kommt mal rein. Und zwar Leipzig, Lufthansa 165. Bei Martin hängt das Radar. Wir bleiben mal hier in der Lücke, das macht alles keinen Sinn. Die Box macht jetzt Line-Up. Und hier haben wir keinen Strom mehr. Super, die ersten Geräte fangen an rumzunerven. Ich muss auch gleich was mit dem Strom machen. Fox Golf, sagt der Steffen, ist auf der 2.5 Center. Steffen, bist du denn unser Steffen oder bist du ein anderer Steffen? Unser Steffen weiß eigentlich, welcher Steffen gemeint ist, der Schnasensteffen. Was erzähle ich denn? Das ist ja gar nicht die Box. Das ist ja die Cargo, nicht die Cargo. Hat die Anker-Sara noch irgendwelche Ringelsocken im Programm? Sind die jetzt nicht auch mittlerweile etwas nass? Nasse Socken stinken. Auf dem Weg nach Chicago. Jeffrey hat es auch gesehen. Ja. Mensch, Thomas und ich erzähle die ganze Zeit ein von Box. Das. Jetzt rollt sie. Da kommt sie. Da ist sie. Ist aber hier Athen, was gerade noch reinkommt. Ihr seht sie da links, ne? Ja. Also jetzt haben wir für euch eine 777 und hoffentlich viel Spaß damit. Da ist sie. Kick off. Magazi Catherine, good evening everyone. Greetings from Uganda, East Africa. We have very, very seldom viewers from Uganda, I would say. Wow. Schon zurückgezogen? Okay. Don't be shy. Hello and welcome. Bernd Kunze hat 777-Emoji gesehen. Reingekommen ist noch eine Air Dolomiti auf der Südbahn aus Innsbruck. So, ich muss leider noch was tun. Ich muss mich da schon wieder verabschieden. Ja. Deswegen danke, Carsten. Schön, dass du da warst. Ja. Ciao. Bis bald, ne? Viel Spaß. Ich schalte dich dann mit dem Chatter zu, aber... Sonst schickst du eine Lichthupe. Aber musst du erstmal arbeiten, ne? Keine EOGs, ne? Ich gebe mir Mühe. Alles klar. Keine EOGs. Das ist so viel wie, wir wünschen dir eine Handbreit Wasser unterm Kiel bei den Schiffsleuten. Keine EOGs. Das ist
Lufthansa 1428 auf dem Weg nach Sofia in Bulgarien. Du machst auch mal da? Mach alles. Quer durch den Garten. Nebenbei mache ich auch noch Gewerkschaftsarbeit. Der Roland Schneider fragt, warum Lufthansa Airbus A319 mit dem Lustiger schon seit wie lange? Seit 30.01. in Budapest steht. In Budapest zur Technik. Eine Dependance der Technik. Das, was wir da rechts hören, ist die Hop nach Paris. Ganz schön viel Krach für so eine kleine Embraer, ne? Intersection Krach, genau. Vor uns haben wir die Zulu Inge. Und die Oman Air darf jetzt hier 4 Kilometer zu uns rüberrollen. Fuchs, Fuchs, Fuchs. Da, ja. Hast du ihn gesehen? Ja. Vor dem Schild oder rechts vom Schild? Rechts. Bitte rechts. Hast du ihn? Nee. Verloren? Verloren. Da ist er. Ist egal. Wir ziehen bei dem Airpool Spritz gleich mal richtig mit. Aber aktuell gilt es immer noch, die Kamera zu schützen. Der Regen hat etwas nachgelassen. Aber es regnet ja immer noch. Unbestreitbar. Okay, die Oman Air, die ich gerade erwähnt habe, die geht erst in 50 Minuten. Die hat aber trotzdem schon auf Flightradar ersichtlich ihren Transponder an. Im T2. Lufthansa 778 nach Singapur geht heute über die 18 raus. Um 21.50 Uhr, falls irgendjemand diese Information was bringt, das ist noch in Stunden hin. 2 Stunden und 30 Minuten. Aber vielen Dank. Schade, dass ich das, glaube ich, nicht realisieren kann. Also ich weiß auch nicht, wer den Fuchs Alfred getauft hat. Irgendeiner ist ja der Urheber. Bevor ich das nicht weiß. Da sind wieder diese Schnaken oder diese Viecher, ne? Ja. Diese komische Viecher, die den Platz unter unserem Schirm suchen. Das sind ja auch echte Zecken. Sebastian hat für uns den Airbus A321 der British Airways mit dem lustigen Kennzeichen G-Neo nach London Heathrow. Der kommt. Drüben im Süden rollt auf der zum Intersection Takeoff die Tarom. Ungefähr jetzt Höhe 380 Halle. Also Marcel hat wohl die Rechte an dem Alfred. Wenn er das so sagt, glauben wir das mal. Dann heißt der Fuchs von mir aus Alfred.
das denn der gleiche, der auch nach Berlin geflogen ist? In Berlin haben wir ja auch einen Fuchs. Außerdem, also wenn wir noch ein bisschen machen wollen, dann müssen wir leider auch noch mal alle Geräte checken. Ist sogar schon eine T-Online-Meldung, diese Kilo Lima. HB Hagen meint auch Battery Check. Ja, Battery Check müssen wir dann gleich nochmal machen. Aktuell sieht es mit einer Batterie schon mal schlecht aus, mit der zweiten auch. Und ich weiß nicht, warum die da so Stress machen. Die Kamera ist noch nicht so stressig drauf. Und das ist die von euch angesprochene British Airways. Ist dir bekannt, dass die ja China mit einer Strich 8 hier, Pax-Version? Ja. Ist, ja. Haben wir gerade bei der Landung gezeigt, okay. Relativ am Anfang unseres Films. Ja, sehr gut. Die ist nämlich gerade auf dem Radar. Oh, Air China 747-8? Ja. Wow. Und jetzt ist sie off Blocks. Und die geht auf die 25 Center, das heißt, die haben wir hier schön dann vor dir oben. Haben wir sie drin, wenn sie hier bei uns wegbrechen? Ja, sag dir dann Bescheid. Ja. Super, danke. Gerne. Air China 747-8. Ja. Das will man mehr haben. Da weißt du besser Bescheid. Ist das Standard mit den Strichern von der... Ich weiß nicht, ob es jetzt eine tägliche Verbindung wieder ist, aber war ja mal eine tägliche Verbindung. Okay. Der Regenwolke sind wir noch nicht raus. Nein. Definitiv not. Das heißt, Filmarbeiten aktuell nicht korrekt vernünftig möglich. Clarissa, ich übernachte privat bei Fans, die nett sind. Unglaublich. Der Jeffrey hat diese Air China auch gesehen. Ach Jeffrey, lieben Gruß. Ich hoffe, dein Schulungstag heute war angenehm. Ja, Jakob, vielen Dank nochmal. Schön, dass du mit 280 Stundenkilometern dahin ballerst. Musst du nicht unterwegs in Montabaur aussteigen? Warum fährst du denn bis nach Frankfurt durch? Oder übernachtest du hier irgendwo? Und Jeffrey hat noch weiteres, nämlich eine Austrian für uns auf dem Weg nach Wien, Airbus A320. Die hat heute die Star Alliance Lackierung aufgelegt und ist ein echter traditioneller 1.8 Kandidat. Also Runway 1.8, Stadtbahn West, wo wir hier stehen. Da freuen sich die Österreicher, dass das Flugzeug bei uns vorbeikommt. Jeffrey antwortet auf deine Frage und sagt, es wäre anstrengend gewesen, aber ja. Machbar. Ja, halt durch, Jeffrey.
Ich mache mal keine Pause, aber ich zeige euch mal unser Pausenzeichen. Das ist ja auch ganz lustig hier aus Düsseldorf. Einfach um mal eine abwechslungsreiche Einblendung zu machen. Das können wir. Wir können auch noch mal den Daniel dazu holen. Der war ja vorhin an der APU und hat uns das mit der Kilo Lima erklärt. Was haben wir noch Schönes? Unseren QR-Code. Guck mal hier. Wer hat denn das hier gemacht? Haben wir Fluggesellschaft doppelt drin gehabt? Was ist das denn? Das ist unser QR-Code, wo man Nachrichten bekommt bei WhatsApp, wenn wir live gehen. Ich weiß gar nicht, Sebastian hat, glaube ich, noch eine Live-Info rausgehauen. Vielen Dank dafür. Und einige von euch haben diesen QR-Code genutzt. Wenn ihr also jetzt zu Hause an eurem großen Bildschirm seid, am Fernseher, rennt mal schnell mit eurem Handy hin und scannt diesen QR-Code ab. Dann kriegt ihr die Nachrichten, wenn wir wieder aktiv und live sind oder wenn wir was vorhaben, damit alle Bescheid wissen. Jakob Schäfer steigt in Montabaur aus. Ach so, du kommst aus der anderen Richtung. Ich verstehe. Der Jakob ballert hier gleich vorbei. Roland Schneider bestätigt, dass er den Code auch gerade schon benutzt hat. Hätte ich nie gedacht. Tut mich immer so schwer mit den QR-Codes, aber ich habe da auf die jungen Leute gehört, die haben gesagt, mach halt mal. Wintergartenservice Michael Hartmann erklärt das nochmal, warum der Fuchs hier am Flughafen Frankfurt geduldet ist. Der ist hier nicht geduldet, weil er einfach nur ein Fuchs ist, sondern der muss auch arbeiten. Der soll nämlich erstmal die Mäuse entfernen, aufessen, damit die Greifvögel hier nicht rumfliegen und die Mäuse suchen. Ah. Keine Mäuse, also viel Fuchs, keine Mäuse, kein Greifvogel. So. Hm. Okay. Ich glaube, das mit den Mäusen gefällt dann der Vera ganz gut. Was macht ne? ein Wintergartenservice eigentlich im Sommer? Jo. Das gleiche, was der Weihnachtsmann macht, Urlaub. Durchlüften. Frage für einen Freund. Da kommt die Aua. Austin. Wir sind jetzt hier im Berlin-Modus. Ein Flugzeug pro Viertelstunde. Macht aber nichts. Jakob Schäfer ist in Limburg an der Lahn. Ist auch schön da. Und diese Cockpit-Crew von der Austin hat die Anweisung bekommen, einen Rolling Take-Off zu machen, damit wir richtig Aperol Spritz hier im Dunkeln einfangen können. Mal sehen, ob sie das umsetzen. Also macht ja. Für mich auch keinen Sinn, Feierabend zu machen, weil ich kann im Regen nicht abbauen. Ich muss erstmal warten, bis aufgehört hat zu riechen. 10 Minuten noch, Thomas, dann ist vorbei. Manuel hat Air China im Taxi. Das ist ein Brummer. Die 747-8 geht auf die 25 Center und ballert dann über uns hinweg.
Patrick Riedl hat in München auch schon den blau-weißen Condor-Bus gesehen. Wer das nicht mitbekommen hat, gestern war der Marcel Darmstadt 98-Flyer mit uns in Zeppelinheim beim Planet Spotten und wir haben uns abgefreut, wie die kleinen Kinder, über diese verschiedenfarbigen Condor-Busse oder Transporter. Rot-Weiß haben wir gesehen, Gelb-Weiß, Blau-Weiß und haben wir auch Grün gesehen? Ich glaube, ja. Außer Beige. Demnächst dann auf diesem Kanal. Busgesellschaft.de. Wir hätten Regen bis 23 Uhr. Wollt ihr uns vergackeiern? Nicht bitte mit Sonderinfo, ey. Sorry. Wir haben dann jetzt erstmal die Finnair auf der 25 Center mit dem Takeoff und danach dürfte dann auch die Air China schon dran sein. Also hier bei T1 und 2 ist alles voll. Nur hier bei uns im Cargo-Bereich ist nichts los. Die YAL ist off-blocks und rollt zu uns, 218 nach Narita. Das ist der mittlere Dreamliner, ne? Der 9er. Ja, 9er. Marcel fasst das nochmal zusammen. Uns fehlte die Farbe Beats. Wenn jetzt mal jemand sich von der Condor outen würde, ne? Wir brauchen ja nur mal jemanden, der mal einmal Butter bei die Fische bringt und sagt, Beach könnt ihr lange drauf warten, gibt's nicht als Bus. Dann würden wir nicht lange danach suchen müssen. Ich wäre ja für Terracotta. Condor-Leute outen sich bei uns total selten bis gar nicht. Müssen wir alles selber erarbeiten. Egal. Bier haben wir schon getestet. Wir haben Remove Before Flight Tags in Condor-Farben, Stift, Lanyards, alles am Start. Der Wintergarten-Service repariert im Sommer Markisen. Ah. Oh, machst du auch Rollläden? Dann hätte ich da einen Auftrag für dich. Elektronik. Elektronische Rollläden, ja. Dann haben wir jetzt die Finnair. Das muss aber der Vermieter bezahlen. Der Jeffrey hat wieder mal sein iPad bezaubert und fummelt aus dem Süden eine Qatar Cargo raus, eine 777 nehme ich mal an. Hast du auch schon gesehen? Und die ist auf dem Weg nach Atlanta, Georgia, USA. Und die muss, nämlich wenn sie zur 1.8 will, muss sie den ganzen Zickzackkurs hier durchnudeln. Das heißt, die sehen wir dann gleich mit unserer Kamera. Die da hinten bei T2 rumfummeln, die sehen wir nicht. Aber diese Qatar Cargo, die muss, die kann gar nicht anders. Ich glaube, da habe ich sie schon. Auf der 25 mogelt sich jetzt noch die Lufthansa 200 zum International Airport Berlin-Brandenburg vor. Das ist ein Regionalflughafen. Ich bitte dich. Zum Glück liegt er im Land Brandenburg, wo es eine Polizei gibt, die weiß, was Sache ist. Obwohl mit der Berliner Polizei haben wir eh keine Probleme. Bundespolizei auch überhaupt keine Problems in Berlin. Bundespolizei eigentlich größte Checker von allen. Da sehen wir jetzt mit eins der ältesten Fluggeräte der Lufthansa, die noch im Betrieb ist, die Romeo Alpha. Über 30 Jahre alt, ne?
China rollt schon auf die Bahn. Der Wintergarten-Service macht auch Roll-In. Die Katar okay. Ist da drüben? Ja, ich hab die. Ach, sie? Ja. Ja. Nur habe ich noch nicht so rangezoomt. Mhm. Also nach gestern, wo wir durch die Lichter alles rumgefummelt haben, weil wir da, also man, vor lauter Lichtern hat man ja echt nichts mehr gesehen. Ich habe ein bisschen Übung bekommen. Alles klar. Machst du auch elektronische Rollen? Airplanes Frankfurt, Jeffrey. Ja, wir haben die Air China gesehen. Wolltest du nur fürs Protokoll machen, damit du auch deine China-Fahnen posten kannst? Die sind sehr schön. Das ist so ein Leipzig-Shot. Freight Hub Leipzig. Hangar beleuchtet und dann die geilen 777s A330 Frachter. 75 und 767 Frachter davor. Das sieht so gut aus. Also wenn alles normal läuft, machen wir auf jeden Fall im Sommer wieder eine Freight Night. Das könnt ihr euch im Juni schon mal markieren an irgendeinem dieser Abende. Meistens ist es ja Freitagabend, wenn Werktag ist, aber trotzdem alle Zeit haben wegen Wochenende. Dann machen wir auf jeden Fall nochmal so eine Paketnacht in Leipzig. Das haben wir vor Weihnachten ja dann auch nochmal gemacht. QR-Code können wir jetzt mal ausblenden. Übrigens nochmal schöne Grüße ans Be Mine. Das war wirklich schön heute. Da oben hat echt Spaß gemacht. Markus hat für uns die nächsten Heavy Departures. Air China rollt, Takeoff. Dann kommen wir gleich zu Markus seiner Liste. Markus Liste. Also eins der schwersten Flugzeuge des heutigen Tages haben wir jetzt für euch. Eine Boeing 747-8 in der Passagierversion, nicht von der Lufthansa, sondern von Air China. Auf dem Weg nach Peking. Meinst du, können wir es mal wagen ohne Schirm? Wollte es gerade sagen, ja. Sagen? Mich dünkt auch, es hat aufgehört. Dann kann ich jetzt den Battery-Check machen. Erschlag dich nicht dabei. Entschuldigt, ich hoffe, das war jetzt nicht zu heftig, dieses Kratzen. War mein Fault. Erstmal wischen.
Nee, Markus aus L. Ich finde alle Flughäfen gut, wo was los ist. Wir freuen uns ja auch, wenn in Berlin was passiert. Und schon nach vorne, ne? In München machen wir nur Witze drüber, um den HB Hagen ein bisschen zu poppen. Zu Frankfurt Witze. Für den HB Hagen? Rollt. Die rollt. Ja. Nach Atlanta, Georgia. Eine Triple 7. USA. Kann man jetzt nicht so gut sehen, aber gleich hören. Und die Yal ist auch gleich bei uns. Der Dreamliner, der in dein Auto? Vorne irgendwo an der Seite. Noch eine Ringelsocke für uns, die Romeo Kilo in grün-weiß auf dem Weg auf die Malediven. Bist du schon mal Wasserflugzeug auf den Malediven geflogen? Nein, nein. Hättest du mal Bock da drauf? Oder? Kannst du das Speedboot spielen? Geht. Japan Airlines Dreamliner. Auch für München oder Frankfurt ist Hauptsache Flughafen.
sicher. Nein. Nee. Alexander Löbe schreibt rein, danke für den abendlichen Stream, ich mag die Lichter einfach. Wir mögen das auch. Man sieht nicht mehr ganz so viel, sorry deswegen. Aber es ist ein bisschen Disco, alle Leute, die in den 80er Jahren in der Disco gegangen sind, die fühlen sich jetzt wieder wie damals. Fehlt nur noch etwas Musik bzw. Sound in unseren Ohren. Sind ja offenbar die Triebwerke. Verstehe ich das richtig? Sebastian Kolze hat Eli Propelli jetzt eine extra Runde gedreht im Sinne von Go-Around oder ist das nur so bei dem Anflug in Dubai? HB Hagen macht nochmal eine Zusammenfassung für Frankfurt. Das ist das Home of Passenger 747. Selbst Air China kommt extra nochmal mit der 747-8 hier hin. Dann ist das Heavy Action im Sekundentakt. Lufthansa und Condor Homebase. Dazu sehr seltenes Fluggerät. Welches denn? Da diese Kompass. Ja. Oder gestern das Nike-Flugzeug. Hat uns ja auch beeindruckt. Hat er recht, der HB Hagen. Und das Frankfurt ist auch noch das Work Center of German Aviation. Du weißt ja, dass dein Freund Carsten Spohr auch jede Gelegenheit nutzt, um München gegenüber Frankfurt auszuspielen. Ja. HB Hagen ist der einzige Luftfahrt-Enthusiast, den ich kenne, der einen Carsten Spohr-Schrein zu Hause hat und jeden Abend eine Kerze darin anmacht. Der soll mir mal unter die Augen kommen, der HB. Nein, ist natürlich ein ganz lieber Mensch, der Herr Spohr. Ganz lieb. Marcel schreibt rein, dass Saab hier selten ist und deswegen ist Frankfurt nicht das Aviation-Zentrum der Welt. Oh, HB Hagen hat herausgefunden, dass Carsten Spohr auch kein München-Fan mehr ist, seit da letztens irgendwas in der Abfertigung auch schiefgelaufen ist. We don't know this. Marcel kann wenigstens, hat nicht viele Empfehlungen zum Thema Frankfurt, aber wenigstens das Terminal 1. Was wir heute vom Be Mine Hotel oben vom Balkon gesehen haben, ist, dass die Bauarbeiten zum Thema Terminal 3 schon ganz schön weit fortgeschritten sind. Diese Kabinenbahn, die heißt hier nicht Skytrain, die heißt hier Sky irgendwas anderes. Sky-Rumpelbähnchen auf Rollen. Das ist auch schon sehr weit. Da gibt es, glaube ich, ein neues Maintenance-Gebäude. Fand ich, sah auch relativ fresh aus. Die Bauarbeiter waren schwer dran, an diesem Track da rumzubasteln. Regen. Hast du einen Swing? Swing over im Regen. Swing over im Regen, das findest du interessant. Ein so ein Licht, was da von rechts an links, von rechts an links rüber schwingt. Da muss man noch mal gegensteuern. Wenn man so eine Rechtskurve gemacht hat, muss man dann wieder noch mal nach links lenken. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, die letzten zwei Abende. Guck mal hier auf dem Radar, ist die China Southern Cargo 777. Und Patrick Riedel ist Fan des Spotterhügels in München. Den möchten wir nächste Woche auch wieder besteigen. 1 Euro Eintritt kostet das. Gibt unten eine schöne Luftfahrtausstellung.
Dann gibt es eine Gastronomie, es gibt Toiletten da. Das ist schon 1A. Wo gibt's denn bitte? Die nehmen Geld in München, dass du auf den Hügel darfst. 1 Euro, ja. Ja. Ah ja, Bayern, ne? Ich denke, die machen das, damit nicht Jugendliche da Partytreff machen und immer alles versauen oder so. Keine Ahnung, warum das 1 Euro kostet. Was nichts kostet, ist nichts wert. Außer unser Stream, der ist ja eigentlich kostenlos. Blinkendes Licht von rechts nach links. War das nichts? ADSB? Kriegen wir nicht mal scharf. Zuschauer berichteten, dass sehr viel Militär-Action westlich von Frankfurt heute war. Minus 1, minus 2. Auf ADSB Exchange hat der Martin das gefunden. Er kommt dann ja gleich hierher. Er macht ja normal seine Runde hier. Das Terminal, über die Terminals und kommt dann normalerweise hier in die Ecke. Okay. Es gibt dann, wir machen auch hier so. Nein, ist nicht dran. Oder wird dann das dann nicht? Nein, das geht weiter. Jeffrey holt uns auf den Boden der Tatsachen zurück am Gate B. 44 ist Air India jetzt auf dem Weg nach Delhi mit dem Babyliner. Der wird dann auch zu uns zur 1.8 kommen. Und Manuel hätte für uns noch eine grün-weiße Ringelsocke, ebenfalls auf dem Weg zur 1.8. Markus Görz hat nochmal so eine Plane-Mania-Zusammenfassung. Also, wir haben erst die Condor nach Male, die zu uns kommt. Dann haben wir die Discover nach Mombasa, die zu uns kommt. Und jetzt rollt dann gleich los die Air India, schon angesprochen. Also drei Heavys, die alle zu uns kommen. Und dann würde ich sagen, machen wir Dackel drauf. Ja. Ein Dackel. Oben auf den Dackel machen wir noch einen Deckel dazu. So. Was hast du denn hier auf der Centerbahn gerade für ein Take-off? Das ist die LH920 nach London Heathrow mit der Juliet Delta 320 Neo. Wollte gerade sagen, ist so bestimmt ein Neo wieder. Mhm. Damit wir Gebühren sparen können. Ja. Wie lange die an dieser 777 auch laden oder laden die wieder aus, weil die diesen aborted Take-Off hatte? Die Box hier vorne links, soweit ich das gerade gesehen habe, ist sie gestrichen. Titus fragt nochmal nach Betriebsschluss. Ne, kriegen wir nicht hin. Da wäre diese Compass R737, das war das letzte Flugzeug, an dem der Carsten gleich nochmal ran muss, die Engine Covers runterreißen. Hat er uns ja erklärt, wie er das macht. Und dann ist die für DHL unterwegs nach Leipzig um 22.45 Uhr oder was. Aber das kriege ich nicht hin. Sorry, wir wollen morgen auch wieder am Start sein. Ich muss morgen nochmal 6 Stunden Auto fahren nach Berlin. Habe heute tatsächlich auch noch nichts Vernünftiges gegessen. Obwohl der Bruce 20 Euro reingehauen hat für die Mittagspause. Sorry nochmal, dass ich das noch nicht umgesetzt habe. Hast du noch eine Swing, ne? Und Maximilian fragt, wann es morgen weitergeht. Maximilian fragt doch mal, was mit der D'Alfi ist. Wann ist die denn mal wieder unterwegs? Gibt es denn hier einen Cargo-Spezialisten, der uns sagt, was mit der D'Alfi los ist, dass sie heute nicht rausging? Und morgen geht es dann auch so wieder zu diesen Zeiten los wie heute ungefähr. Ich hoffe, dass wir am Mittag noch
Special Guest at the Microphone haben. Und dann müssen wir bei Zeiten Feierabend machen. Was ist mit HP Hagen? Muss der los? De-Abo? Was ist los? Wir haben nur einen Scherz gemacht. Titus, um Berlin kümmern wir uns. Um FedEx Pushback. So. Swingover? Und den Swingover haben wir im Hintergrund noch dann. Aber FedEx Pushback, das ist jetzt 777 Engine Sound. Dem können wir euch hoffentlich versprechen. Noch kein Swingover. Jeffrey hat die nächste FedEx als Brückenkandidat, die reinkommt. Kunze muss weiter. Gute Nacht, bis morgen. Wir haben gleich noch einen Lufthansa Cargo 320er, der zu uns kommt. Der ist der erste jetzt auf dem Weg. Gefolgt von der grünen Ringelsocke. Und die D-Alfi ist definitiv erstmal raus, die Cargo Human Care. Ist annulliert. Was auch immer die da hatten heute. Die ganze Zeit auf dem Radar und bewegte sich nicht. Isabelle muss auch weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Allen, die jetzt noch am Abend dabei bleiben, können wir noch etwas Night Action anbieten. Das sind jetzt drei größere Flugzeuge. Ja, ich würde halt noch die Condor mitnehmen. Ja, die drei kommen ja jetzt, ne? Die drei Heavys, die rausgehen. Ja. Jetzt wäre es die Cargo, die Kanzel, die Istanbul, dann die Condor, dann die Discover und dann die Ende. Und die FedEx habe ich im Blick.
Das ist ein Lufthansa Cargo Airbus A321, vorher Passagierflugzeug, jetzt ein Frachter. Als nächstes die Discover. FedEx kommt rein und die Discover kommt hier. Da müssen wir jetzt auch die Socke wieder wegmachen. Jürgen Ruf hat nochmal einen Like-Run gestartet. Vielen Dank. Wo sind wir eigentlich bei unseren Abos? Da wollte ich mal wissen. Hatten wir da nicht mal die 9000 irgendwie angepeilt? Ist das nicht so? Ist das noch so weit weg? Und das ist die Disco Richtung Mombasa, Kenia. Das hat der Manuel nochmal rausgesucht. Dahinter kommt die Vistara, India, entschuldigt. Das ist doch schon die Vistara, nee, ist Air India. Vistara India. Die Vista Air India, der Dreamliner und die FedEx kommt rein. Diese vier Heavies hätten wir jetzt am Schluss für euch. Das ist noch ein schönes Roundup. Und dann haben wir noch Zeit, Tschüss zu sagen.
sich aber ausgehen. Ich denke, die FedEx braucht noch. Ja. Die dödelt dann noch rum. India kriegt jetzt sofort eine Freigabe. Ja. Und gerade von der Bahn, die FedEx. Wir bleiben bei der Air India mit den typischen Dreamliner Positionslichtern. Und die Katrin Rott, die ist jetzt auch Fluggesellschafterin und bei uns in der Basic-Gruppe. Herzlich willkommen. Ja. Wer ist denn? Lima Echo nach Brüssel. Aerologic? Mhm. Ja. Jetzt kann ich mal mit die Tippe nach Brüssel. Ja. Ist ja ganz leicht. Robert muss weiter. Tschüss. Wartet man immer noch, bis der Center Traffic rüber ist, oder? Leicht irritiert jetzt. Nicht jedenfalls. Das ist wieder eine Crabbing FedEx wahrscheinlich. Fährt so halb rückwärts, rollt halb rückwärts. Dann kann man auch falsch sagen, dass sie fährt. Jetzt kommt Brückenkandidat FedEx. Jeffrey hat es gesehen und Katrin Rott hat die Hände schon rausgesucht. Genau, Sven in Tannenberg. Nee, ihr begrüßt die Katrin. Was hast du? Kommt schon? Ich hoffe, eure Hände kommen auch. Ich denke, Sie haben es gesehen, also mehrere Winke. Haben Sie nicht sogar das Fenster aufgehabt? Ich weiß es nicht. Ja, liebe Freunde der Nacht, sehr schön, dass ihr so lange dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben, doch noch einen zweiten Teil hinten anzuhängen. Auch Christian sowie Manuel haben ein eindeutiges Pilot Wave gesehen.
Und jetzt haben wir, haben auf jeden Fall Jet A1 in der Nase, leiten euch das gerne virtuell weiter auf eure Endgeräte und freuen uns dann mit euch morgen in die letzte Runde unseres dreitägigen Frankfurt-Abenteuers zu gehen. Morgen starten wir irgendwann 11 oder 10 Uhr, irgendwas dazwischen. Und der Martin, der wird leider nicht müde, der hat immer noch Bock und meinte, da wäre jetzt eine 777 auf dem Rad da. Auf dem Weg zu uns, ja. Wir verabschieden uns trotzdem schon mal. Peter Müller sagt Tschüss, HB Hagen, Heidi Fuchs, Harzer Kind, Patrick Riedel. Sebastian Kolze, die Moderatoren waren ja die ganze Zeit auch dabei. Vielen, vielen Dank für die tolle Unterstützung von allen Seiten. Sebastian Kolze hat nochmal weiterführende Links. Ehre 9999 hat auch gewunken. John H. meint, man kann nichts sehen, du musst Fantasie haben. Und Markus meint, das wäre so ein FedEx-Problem auf dem Flugradar. Der Mario war noch da, Katrin Rott, Heidi Fuchs, Christa, Sven Tanneberger, Skinner, Manuel DW, Thomas Groß, Anka Sarah, Jonas W., Jeffrey hat auch gewunken. Ich lese das alle vor, die da wild rumgewunken haben. Aber wir sagen auch schon mal Tschüss. Während wir immer noch eine 777 offen haben. Ist das die gewünschte? Können wir ja nicht Schluss machen, wenn jetzt so eine 777 auf uns zukommt. Die macht nochmal Zunder. Als kleines Zusatzgimmick. Frank H. können wir jetzt bei Basic begrüßen. Herzlich willkommen bei den Fluggesellschaften. Wir brauchen eure Basic-Unterstützung, denn die ist die Basis für alles. Dass wir dann auch nächste Woche in München sind. Stolzer Besitzer einer Bahncard für 19,90 Euro. Probebahncard natürlich. Erstmal ausprobieren, ob das überhaupt klappt. Jörn F. meint, jetzt was essen nehmen. Gleich. Erstmal Tipp ist 7. Sabine Kasimir. Bis morgen, Thomas, und danke, Mods, und einen schönen gemütlichen Abend euch allen. Und bis morgen einen schönen Feierabend. Kommt gut heim. Ja, vielen Dank. Thomas Groß bedankt sich auch nochmal. Vielen Dank, habe ich auf jeden Fall zu sagen. Und der Martin, der neben mir steht, der kriegt sowieso den vollen Dank übergeschüttet. Von Herzen gern. Ehrlich? Ja. Gibst du morgen Brötchen? Du kriegst morgen auch wieder Brötchen, ja. Die sind lecker von der Bäckerei. Ich esse auch die alten jetzt noch auf. Sind noch drei da, ja. Hast du alten Kaffee noch? Oder hast du den weggekippt? Nee. Da war nichts mehr über. Also wenn ich jetzt heute Abend noch Kaffee trinken würde, wäre ja total bekloppt. Ja, ich hatte heute Morgen Probleme mit dem Einschlafen mit der Tasse, ne? Okay. Getrunken habe. Das ist die logische Schlussfolgerung des heutigen Abends. Aerologic. Rocket Launch. Rocket GE90. Von uns hast du eine Freigabe. Ich habe vom Tower auch. Ist da nichts drin oder was? Und schon, ja. Das war schnell. Das war auch kein Full Power. Bitteschön. Auf zum Marouane nach Brüssel, von Frankfurt in the Sky to Brussels. Vielen, vielen Dank, das war's. Wir schalten relativ schnell ab, außer die Alexandra, die haut nochmal die 10 Euro. Die Alexandra hat ein Händchen dafür, wie auch immer sie das immer macht, diesen Moment abzupassen. Dieser eine Alexandra-Moment, unfassbar. Der letzte macht das Licht aus, sagt die Christa. Ja, hast du noch eine
FedEx auf der C, die hat der Manuel auch gerade gesehen. Okay. So geht das jetzt den ganzen Abend. Aber da ist ja noch eine 777. Vielleicht hat die jetzt ein bisschen besseren Sound als das, was Aerologic gerade angeboten hat. Das war's. Das war der bessere Closeout. Wir machen das Licht aus. Lufthansa macht das Licht an. Tschüss. 8.970 Abos. Jürgen Ruff hat jetzt nachgezählt. Wo kriegen wir denn die 30 jetzt noch her? HB Hagen hat... Hast du denn die... Ja, lass mal auf dem Radar. Nee, wir machen ja auf jeden Fall Schluss jetzt. Tschüss. Was? Tanja war auch noch dabei. 21.10 A380 Dubai. Nee, nicht mit uns. HB Hagen sagt aber mal Danke an den Fratin, unseren Frankfurt-Martin. Ja, lieben Gruß zurück. Norbert schreibt auch nochmal: Habt einen zauberhaften Abend, auch mit Kaffee, mit Anker oder Schiffen. Schade, dass in Hamburg nichts geht. Dann hätten wir jetzt noch eine Hoffnung. Tschüss. So schön die Lichter. Tschüss. Bis morgen. Jetzt müsste ich eigentlich den letzten Zuschauer rausgeekelt haben mit meinem Bild. Heute ist Ruhetag bei Tanja und Paddy. Richtig so. Macht's gut.